nicht. Ich kann mal schon laufen lassen. Es läuft. Müssen wir jetzt da eben noch so ein Intro machen, wie du immer machst? So das pseudokünstliche Gespräch am Anfang, wo eigentlich... Es ist kein pseudokünstliches bei dir jetzt, ja? Weil du bist so Meta, weißt du? Oh. Du bist so Meta, du kennst das alles. Ja, ich habe den Podcast noch nie geschaut. Nicht? Darf ich das sagen? Nein, ich habe ihn nur immer gehört. Du bist ein klassischer Loser. Ja, ich finde, es muss nicht alles ein Bild haben. Also vor allem, wenn ich dabei bin. Aber es muss einfach nicht alles ein Bild haben. Schon mal grundsätzlich, es muss nicht alles ein Bild haben. Cheers. Cheerio. Es läuft schon alles, hast du gesagt? Läuft alles. Man merkt immer, wenn Radioprofis am Mikrofon sind, die können wirklich damit umgehen. Das ist wirklich gut, ja. Nein, damit umgehen? Aber ohne Kopfhörer ist für mich verwirrend. Ja. Ich hoffe, ich schaffe es. Watch out. Nein, ist gut. Ist gut. Ist gut, wir schaffen es. Alrighty. Bild ist in dem Fall auch gut. Alles. Vor allem der Ton. Optimal, der Ton ist so, ja. Achtung, willst du? Der Viech? Ja. In die Kamera? Bam! Oui, wow, wana! Mutzi! Na? Wie geht's? Gut soweit. Ein bisschen warm, aber sehr, sehr schön. Ich hoffe, ich glänze nicht allzu fest. Hast du da nicht eine Dame oder einen Mann, der kommt pudern? Nein. Muss man das selber machen? Da? Das ist alles self-made. Aber bis der rauskommt, ist wahrscheinlich schon nicht mehr warm. Ich weiß nicht. Ja, wir werden es sehen, wo uns das Ganze hinführt. Ich bin gespannt, ob du auch so investigative Fragen hast oder so. Wie wer? Wie der Roger Schawinski zum Beispiel. Wer bist du? Fangen wir mal mit dem an. Wer bist du? Also muss ich jetzt mir die Frage selber stellen? Das ist nein, ich habe sie oft jetzt schon gestellt, indem ich sage, fangen wir mit dem an. Ja, weil das Lustige ist ja, ich habe dir gesagt, ich bin ja wirklich ein Podcast-Hörer vom Feelgood-Podcast von der ersten Stunde. Ich seit der allerersten Folge. Ja. Du bist wahrscheinlich der gesehen, wo ich den allerersten aufgeladen habe. Nach dem ersten Tag haben wir 2 Downloads gehabt. Und ich behaupte, einen davon bist du gesehen. Und der andere du. Und ich. Ja, ich hoffe, dass man diesen Podcast dann 3 oder 4 hat. Ja, wir haben mittlerweile ein bisschen andere Zahlen. Sehr schön. Ja, bei mir wird das wahrscheinlich dann oben runter gehen. Aber ich hoffe es jetzt mal nicht. Hey, der Wittmer ist auch schon da gesehen. Ah ja, gut, dann. Ja, also komm. Den schaffe ich. Den Wittmer schaffe ich, muss mir dann zahlen geben, gell? Wittmer schaffe ich. Ja, du hörst es seit erster Stunde. Ich höre es seit erster Stunde und ich habe mir im Fall die ganze Zeit überlegt, weil normalerweise ja eben so das Introducing, das kennen wir beide ja vom Radio her, ist ja, dass man immer schnell muss erklären muss, was das da für ein Mensch redet, wer das ist, dass man das kann einsortieren kann. Yeah. Und ich frage mich die ganze Zeit, seit ich den Feelgood-Podcast höre, braucht es das da auch? Weil du auch mit Leuten einsteigst, wo ich jetzt nicht unbedingt im ersten Moment weiss, wer das ist und erst dann nach einer gewissen Zeit. Und ich frage mich jetzt die ganze Zeit so philosophisch, ist es jetzt spannender, wenn man sagt, wer da hockt? Oder dass die Leute das quasi indirekt irgendwann ein bisschen herausfinden? Also ich schreibe sie ja in Betreff. Den lesest du sicher nicht. Offensichtlich nicht. Weil, wenn man lesen muss, ist der Wanner nicht der Erste. Nein, absolut. Darum höre ich ja Podcasts. Ja, Grund. Lieber hören als lesen. Aber mir ist eigentlich wichtiger, dass man, jetzt wird es ein bisschen philosophisch, aber dass man den Mensch an sich spürt. Oder? Mhm. Also natürlich rede ich viel über die Arbeit und über von mir aus in Comedy Herangehensweise oder letzten Podcast Johnny Holiday, wie der überhaupt Beats produziert, weil ich keine Ahnung habe, wie das funktioniert. Und das auch wieso heisst der Johnny Holiday? Oh, das muss ich dann noch nachhören? Nein, das habe ich gar nicht gefragt. Aber das kann ich sagen, das ist eigentlich easy. Ja, vielleicht all die das Menschen, die jetzt den Podcast hören, weil sie die Frage nicht beantwortet bekommen haben. Das ist wie alle seine Namen, wie wir herausgefunden haben, das ist ein Gag gewesen. So, und er hat nicht einmal gewusst, dass es einen französischen Sänger gab, der Johnny Holiday geheißen hat. Das hat er dann irgendwann später mitgekriegt. Aber... Das ist spektakulär. Ja, es ist wirklich, also weißt du, sein Album so, yeah, sein Album heisst Loafer Fire Gang. Also, wie bist du auf das gekommen? Ja, wir sind so in so einer Hütte gesehen, dann haben wir 4 draussen gemacht und ein Kollege hat Loafers angehabt und dann haben wir irgendwann gefunden, wir sind Loafer Fire Gang. Nein, und darum finde ich viel mehr wichtig, eben, dass man auf den Mensch irgendwie spürt. So, das heisst einfach, wenn der Dabu da ist, redet er über seine Musik, aber er redet auch über seine Ansichten von der Welt. Und alles andere. Und durch das weisst du dann ein bisschen mehr, wer der Dabu ist, oder? Und dann ist
für mich fast sekundär, was er macht. Ich finde das eben spannend, weil ich bin mir das ja eigentlich auch nicht gewöhnt, oder? Jetzt, eben, wir haben ja gemeinsame Vergangenheit und jetzt kommen wir schon mal ein bisschen richtig rein, oder? Du hast ja mal das Gleiche gemacht wie ich. Radio, also Energy Downtown, einfach zu Basel. Ja. Und dort eben so ein bisschen von dieser Geschichte her, dass eben genau das Introducing und so hast. Aber ich finde es eben auch mal geil, dass es eben nicht nur eineinhalb Minuten soll gehen soll, sondern dass es auch ein bisschen ausdehnter darf durchaus mal sein. Und man kann ja vorspulen, das ist ja schön. Also wenn dich das jetzt schon nicht interessiert, einfach mal 3 Minuten vorspulen. Vielleicht ist es dann spannender. Vor allem glaube ich, braucht es ein Introducing nicht, weil eben man ja eh dann einfach redet und mit der Zeit merkt, was das für ein Mensch ist. Beim Radio ist es ja etwas anderes, weil Leute im Auto schalten irgendwie zu und dann hast du irgendwie, frag mich nicht, hast du einen Interviewgast und dann bist du beim zweiten Teil von 3. Dann musst du natürlich nochmal sagen, die Person ist da. Das ist der ETH-Professor. Genau, das ist so und so, da. Damit man überhaupt eben einen Anhaltspunkt hat. Und Podcast wird ja, glaube ich, auch etwas anderes konsumiert. Also, wenn hörst du Podcast? Immer. Also wirklich, nein. Während der Sendung. Ja, okay, nein, während der Sendung nicht geht. Aber also wirklich, ich höre eigentlich fast keine Musik mehr, sondern wirklich am Morgen, wenn ich aufstehe, selbst wenn ich im Duschen höre ich Podcasts. Yeah. Und das ist wirklich so, dann, das zieht sich dann eigentlich durch den ganzen Tag durch. Sobald dass ich mit mir allein bin, in irgendeiner Art und Weise, muss ich wahrscheinlich die Leere füllen mit anderem Inhalt. Aber es ist wirklich so, dass ich... ich finde das eben viel cooler, vielleicht liegt es eben auch daran, dass eben, wenn du so lange mit Musik zu tun hast, ich höre sehr gerne Musik, ich konsumiere extrem viel Musik auch, aber ich habe halt alles schon ein bisschen gehört, also meine Playlist und so, ich finde es mega geil, wenn ich mal wieder einen Song entdecke, den ich jetzt spannend finde, sage ich mal so, was jetzt nicht sehr oft passiert. Und darum fühle ich dann eigentlich das so ein bisschen mit der Sprache, weil Musik habe ich permanent den ganzen Tag um mich herum, also finde ich das gesprochene Wort eigentlich spannender. Gut, du hast aber sehr spezifische Musik den ganzen Tag um dich herum. Ja, ja, aber vielleicht ist das dann auch eine Flucht. Es ist sehr fokussiert vom Musikprogramm her, ich sage es mal so. Yeah. Aber es ist ja nicht schlecht, weißt, es geht ja nicht um die Qualität von der Musik. Oder? Es geht ja nicht darum, dass die Musik qualitativ schlecht ist. Aber ich höre jetzt privat auch nicht unbedingt das, was den ganzen Tag am Sender rauf und runter dudelt, weil das habe ich ja dort und darum habe ich auf anderen Ecken wieder andere Geschichten. Und was mir immer passiert ist mit der Musik im Radio, ich habe sie irgendwann nicht mehr als Musik als solches wahrgenommen, sondern sind dann wie Werkzeuge. Und du bist ja so ein bisschen Nerd, was das betrifft. Ja. Du weißt dann ziemlich sehr schnell mal, der Song hat so und so viele Sekunden Intro. Das heisst, es reicht, um noch schnell so lange zu schwätzen und dann noch irgendwie... ein Drop, wie man es nennt, noch schnell dazwischen hauen, Energy Downtown. Ja. So, und ab dann singt die Person. So, also mit der Zeit wird es mehr ein Tool. Ja, das ist nicht so falsch. Also ich merke es bei mir einfach mehr so ein bisschen, wenn es einen neuen Song gibt, den ich geil finde, dann kann ich den spätestens nach dem zweiten Mal, wo ich den spiele, kann ich den eigentlich auswendig, und zwar nicht inhaltlich, sondern eben das, was du sagst. Ich weiss genau, wann setzt Schlagzeug ein, wann kommt der Dings, wann kommt der Refrain, wann ist der Song fertig, wie kann ich ihn verwenden und so. Das ist eigentlich noch... Schön, dass du sagst, ein Tool, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Aber ja, ich sage es jetzt mal so, ein bisschen Abwechslung fände ich schon noch lässig. Und darum mache ich das halt einfach im Privatleben. Weißt du, was mir kürzlich passiert ist? Ich bin ins Auto gestiegen und dann hatte ich Energy und dann denke ich, boah, jetzt spielen sie aber langsam wirklich altes Zeugs. Also so einen alten Song habe ich noch nie gehört. Und dann merke ich irgendwann, es ist einfach der Kygo Remix von... einer von diesen 300 Kygo-Remixes. Hot Stuff oder irgendwie so. Ja, Hot Stuff hat er gemacht. Genau, weil der fährt super klassisch an. Der fährt wirklich 1:1 an, wie das Original. Und dann habe ich wirklich gedacht, boah, jetzt spielen sie ja wirklich so. Was ist das? 80s oder so? Und dann hat man zum einmal... Hot Stuff. Das alte Kygo-Sample-Keyboard. Ja, aber ich finde es cool. Also eben, weißt du, es ist wie so... Musik hat ja am Radio einen Grund, warum sie so ist, wie sie ist. Das ist ja nicht einfach, das weißt du, dass es nicht einfach so ein bisschen der Punkt ist, dass man das einfach irgendwie macht, weil man das alles so lässig findet, sondern es hat ja einen Grund. Wir müssen jetzt noch nicht Ewigkeiten über das diskutieren, aber ich finde das eben auch geil, wenn es mal ein bisschen Überraschung drin hat. Das probieren wir ja generell auch immer zu machen. Aber du musst halt einfach das liefern, was die Leute erwarten, wenn du in einen Detailhändler gehst und genau den Eistee kaufst, dann willst du ja, dass der Eistee genau so schmeckt, wie du das erwartest. Und das ist so ein bisschen im Endeffekt eine ähnliche Geschichte. Ja, und was ich auch mal gelernt habe, es kommt nicht darauf an,
welcher Song, sondern wann, wann. Welcher Song. Ja. Wann, ja. Und die Wiederholung. Das ist wichtig. Genau. Ja. Das ist absolut so, weil es ist ja auch kein Zufall. Und das ist ja noch etwas spannender, also jetzt im Radio oder generell an den Medien, dass so viel, wo man das Gefühl hat, nicht Zufall ist. Also ich meine, das ist ja bei den Amerikanern, die treiben das ja auf die Spitze. Yeah. Also dass dann auf einmal der Brad Pitt mit einer Pizza dort steht, irgendeinem Sketch von einer Late-Night-Show. Yeah. Das ist ja nicht einfach der Brad Pitt irgendwie mal durch die Garderobe gelaufen und sagt, oh, geile Idee, ich nehme die Pizza und laufe mal dort rein, oder? Yeah. Und auch das ganze Zeug, eben die ganzen Spontanaktionen, vor allem bei den Amis, das kennst du wesentlich besser als ich, das ist alles scripted, inszeniert und so weiter. Ja. Yeah. Und das hat alles ein bisschen einen Grund, aber ich finde, das ist das Geile neben dem Radio. Es ist trotzdem noch ein bisschen echt, weil es geht nicht um 15 Leute, die rundherum stehen, die irgendwie Klappen, Make-up, Zeug, Kameramänner und so weiter. Und das ist am Radio einfach geil. Du bist allein im Studio und wenn du es verkackst, dann verkackst du es einfach. Und wenn es mal einen richtig geilen Moment gibt für Spontanität und so weiter, dann passiert das einfach, ohne Netz, doppelten Boden. Und das finde ich eben eigentlich auch nach wie vor, nach eben, ich meine, 14 Jahre bei Energy fast, finde ich nach wie vor eigentlich hure geil. Ja, du bist ja also ein richtiger Radiokopf. Also, ja gut, im Fernsehen kannst du das schon. Nein, nicht wirklich. Sondern weil du ja wirklich, ich glaube, dein Name ist am öftesten gefallen in deinem Podcast, immer wenn ein Kollege Büsser da war. Und der hat dir auch erzählt, wie dir als Teenager euer eigenes Radio gemacht haben. Das ist so das Ding gesehen. Aber oder? Ich finde, das beleidigt mehr, dass ich einfach der bin, der all die Prominenten und guten Leute kennt. So. Der Name wird immer erwähnt und alle finden, hä, wer ist das? Von mir? Ja, der Büssi und ich haben eine spannende Historie, weil wir einfach, und ich will jetzt ihm kein Wort ins Maul legen, aber ich glaube, das hat er sogar auch da gesagt, dass wir immer von uns selber gesagt haben, Hard Work beats Talent. Yeah. Also wir sind jetzt, weiss Gott, nicht die Talentiertesten. Zweiter Satz, and Talent refuses Hard Work. Ja. Der gefällt mir. Das ist schön. So, was die Fruchtfliegen probiere ich jetzt noch wegzukriegen? Ja, es ist irgendwie. Cool. Muss immer den Faden behalten, immer den Fokus. Und wir haben einfach eben gewusst, dass, also wir haben beide zum Radio wollen schon damals. Also ich bin noch zu der Zeit, da wirst du noch kennen, Charlie Quicky, DLS3-Hitparade, Schicky Wicky, so der Style. Das ist der, wo ich im Schneidersitz vor dem damals Minidisc-Player gekocht bin. Mein Vater hat den ersten Minidisc gekauft von Sony, den es gegeben hat. Und dort hast du halt das können aufnehmen, wie früher mit dem Tape und so. Ich bin halt schon voll digital gewesen dort. Und dann haben wir die Hitparade aufgenommen und das wieder gelost und so. Das habe ich mega geil gefunden. Und dann haben der Büssi und ich uns kennengelernt, ich glaube etwa, was ist das gewesen, 1998 vielleicht, am Tag der offenen Tür bei Radio 24 und haben einfach gemerkt, so, irgendetwas ist komisch, weil alle anderen Menschen, ich meine, du kennst die Menschen, die eine Radiostudio-Führung gehen, so, oder? Das ist auch eine spezielle Klientel. Und wir sind die ganze Zeit gewesen und einfach jede Führung uns vorne wieder eingeschrieben und wieder angestanden. Wir haben den ganzen Shit etwa 15'000 Mal gemacht. Und dann immer, das haben wir jetzt verstanden und dann haben wir das nochmal gemacht und sind dann, ja, aber wie ist das? Und wie macht ihr das mit der Musik? Und wieso spielt ihr dann so, also die ganzen nervigen Fragen, bis irgendwann mal, glaube ich, der Cheftechniker damals gefunden hat, Jungs, und sonst so haben wir kein Zuhause. Und dort haben wir dann wie gefunden, so, ja, wir wollen das irgendwie reinsneaken in die Szene. Also der Büssi hat ja damals schon, ich sage jetzt mal, ein bisschen näher dran gewesen, weil er ja bei Rini die Lehre gemacht hat. Ich glaube das KV, wenn ich mich recht mal erinnere. Danke vielmals fürs Nicken. Schlepp. Ja, ich bin das Ringi-Archiv. Ja. Ich habe für 30 Jahre geschafft. Bist du dann der Lehrmeister gewesen vom Büssi oder wie? Nicht wirklich, aber ich bin dort damals, also als er seine KV gemacht hat, bin ich Kommunikationsleiter der Schweiz gsi bei Ringier, genau. Ist er denn damals schon auf die Eier gegangen oder ist er sehr nachher gekommen? Nein, er ist einfach, einfach gewusst, es ist einer, der einfach überall auftaucht. Und genau, und das beschreibt es im Fall mega schön. Positive Sinn, ja. Nein, das überall auftauchen, weil wir haben dort das gesagt, okay, wir wollen uns in irgendeiner Art und Weise das Ding hineinsneaken und halt einfach eben, ich meine, Praktikumsplätze sind dort mega rar gewesen und so, wir haben einfach gefunden, so, schau, wir versuchen uns jetzt das Wissen anzueignen,
wo andere nicht haben. Also wir versuchen uns in die Pole Position hineinzubringen irgendwie. Und haben dann angefangen, selber so ein Internetradio zu machen. Bei meinen Eltern daheim im Keller. Sie hatten glücklicherweise einen Keller gehabt mit einer Sauna drin, was glaube ich zweimal gebraucht haben im Leben. Bis heute nach wie vor. Es ist immer leer gestanden und dann haben wir dort so ich mit meinen nicht vorhandenen Schreinerkünsten einen Tisch zusammengebaut und irgend so ein billiges DJ-Mischpult gekauft und dann haben wir da irgendwie so zusammengebastelt und angefangen zu streamen. Und das Lustige war eben, das kann man sich heute irgendwie wie gar nicht mehr vorstellen, das war gerade die Zeit gewesen, wo es von ISDN auf ADSL gewechselt hat. Also quasi von einwählen ins Internet zu immer im Internet sein. Ja. Und wo mir die Leute gesagt haben, hey, du kannst im Fall eine Sendung von uns hören. Weißt du, wir machen da Internetradio und so. Und alle, oh, Alter, das kostet Geld. Bist du denn auch? Also, du zahlst für eine Minute für irgendwie zwei Pappnasen, die das Gefühl haben, sie machen Radio. Ja. Und ja, das ist, hat aber insofern funktioniert, weil wir haben uns dann angefangen als Journalisten ausgegeben. Also nicht nur Fake News, sondern komplett eigentlich die Stufe davon. Und haben uns dann angemeldet für Open Airs. Also wir haben uns akkreditiert als Presse. Und das hat kein Mensch damals interessiert. Du hast eine Webseite gehabt, die noch nie gehört von dem Zeug. Das ist einfach okay gewesen. Und dann sind wir einfach irgendwie so als 20-Jährige mit einem selber gebastelten Mikrofon für einen Sender, wo niemand lust, sind wir go Interviews machen mit damals der Rasmus und so Zeug. Fantastische Vier. So Geschichten. Seit am Roundtable geguckt mit allen anderen Medien und kein Mensch hat sich gefragt, was die zwei Vollidioten dort machen. Das ist mein Erlebnis gesehen mit MASH TV damals. Mein Einstieg in die Medien. Jugendfernsehen beim Telebasel hat auch niemand groß interessiert. Aber ich habe halt eben auch noch vor YouTube gesehen. Das heisst, wenn du irgendjemand die Gesichter platzieren wolltest, hast du halt so etwas gemacht. Und dort ist dann auch für, was weiß ich, für Festivals und Konzerte und solche Sachen, hat irgendwie Produzentin oder Produzent hat eine Mail geschrieben, wir wollen gerne zwei Leute akkreditieren für diese Show. Und die haben zum Teil auch keinen Plan gehabt. Da ist auf der Bühne gestanden, Produzent MASH TV. Und dann haben die gesagt, das ist okay. Und ja, dann es steht TV drin. Und dann hat's, genau, und dann hat es einen 10-minütigen Interview-Slot mit dem Usher gegeben oder irgend sowas. Aber das sind so geile Zeiten gewesen. Also weißt du, dort hat es auch die ganzen Restriktionen noch gegeben. Ich mag mich erinnern an, ich glaube, erste Staffel Music Star sogar. Wir sind wirklich so. Sind wir auch gewesen? Ja. Music Star ist wirklich so eigentlich die erste SRF-Sendung, die wir jedes Mal, ich glaube, das ist am Samstag gelaufen, die erste Dinge, und der Finale dann am Sonntag oder umgekehrt. Ich weiß es nicht mehr genau. Und dort sind wir immer dabei gewesen und irgendwann haben wir dann all die Leute kennt und weißt du, so selbst Türsteher und dort hast du können rumlaufen. Wir haben können in den Backstage, wir sind mit dem Von Rohr und dem Kirchberger, dort noch am Weinsaufen gewesen mit den Kandidaten. Das hat kein Mensch interessiert. Yeah. Und je später, dass es gegangen ist, desto mehr hast du auf das Mal nicht mehr dort hinlaufen können, weil auf das Mal einer dort steht, hey, du musst also noch das F fahren, du kommst da nicht hin, du hast noch das B, bla bla bla. Und das habe ich schon noch lustig gefunden, dass es einfach völlig niemand interessiert hat und heute einfach, wenn du nicht 15 A's auf dem Backstage-Pass hast, dann kommst du gerade mal bis im Vorraum rein. Gut, hast du gesehen, wie zwei am Morgen sich zum Roger Federer reingesneakt haben? Das ist geil. Sehr geil. Sehr geil. Aber was du noch gesagt hast, wegen der Musik am Radio und dass das ja kein Zufall ist. Ich habe mal einen Bericht gelesen, wie viel es kostet, damals war Rihanna das Beispiel gewesen, wie viel es kostet, um überhaupt einen Hit zu produzieren im grossen Business, oder? Ja. Und dann sind sie auf ziemlich genau 1 Million gekommen. Zuerst gibt es ein Songwriter-Camp, wo sie einfach irgendwie 12 Leute, die für das bekannt sind, zusammen irgendwie ein paar Tage nebeneinander schicken und dann ist wirklich das Ziel, das neue Rihanna-Album. So, und dann hast du irgendwie noch ein paar Produzenten, Beats und was weiß ich. Und dann wird dort wirklich einfach zusammen gemischt. Und sie haben das Beispiel genommen, Man Down, das ist so eine Dub. Shut the Man Down. Und dann haben sie gefunden, der Songwriter, der hat in 12 Minuten den Text geschrieben. Und zwar ist die Idee gewesen, die Antwort auf «I shot the Sheriff» von Bob Marley. Also, geil. So, und dann ist mal der Song. So, und das an sich kostet irgendwie, glaube ich, so $60,000. Dann hast du mal den Song. Und dann, der ganze Rest, und das sind ja dann immer noch gute $900,000, ist für die ganze Promo. Wo sie dann eben sagen, das Marketing. Es darf kein Zufall sein. Sie ist bei, damals irgendwie, keine Ahnung, MTV TRL. Auf dem Times Square hat sie ein Plakat von ihr.
Der Song muss im Radio laufen, er muss irgendwann noch in der Fernsehwerbung sein. Und dann hast du noch einen sehr schönen Betrag, ich weiß nicht, ich glaube 200.000 sind dann irgendwie noch übrig geblieben. Und dann sagt der eine von der... Hallo Hund. Hey. Da läuft es einfach. Kreis. 200.000 oder so, mit dem Zitat vom Plattenlabel «To treat the radio guys nicely». Zum Beispiel Tickets für eine Show und irgendwie... Kann man das wieder einführen? Einer hat mal 50.000 Dollar in einem Kuvert einfach vorbeigebracht. Das ist geil, das ist wie bei der FIFA. Ja, eben. So. Aber dann hast du die Million ausgegeben und dann liegt es immer noch am Konsument und der Konsumentin, ob das ein Risiko wird. Ja, aber das erachte ich eigentlich durchaus als realistisch. Also ich meine, es gibt auch sehr viele Beispiele, so vor allem in dem ganzen Tigerentenclub, und jetzt will ich sagen, ist es bei uns gefreundet, wie hat das in Amerika gekommen? Mickey Mouse Club. Ja. Yeah. Dass extrem viele Songs, die Hits gewesen sind, von einer Christina Aguilera, von einer Britney Spears und so weiter, all die, auch Justin Timberlake, all die in dieser Region, das ist ein reiner Zufall, dass der Song Christina gesungen hat. Weil die einfach dort hinhocken und sagen, also Frau Aguilera, yeah, 5 Songs, sucht er einen aus, beziehungsweise du mit deinem Management und deiner Crew und wer da alles mitredet. Oder es, yeah, ist ein reiner Zufall, dass irgendjemand das Ding hat. Und das kann sein, dass es bei der Rihanna ein Hit ist und bei der Aguilera nicht und umgekehrt, oder? Yeah. Und das finde ich nämlich sehr, sehr geil, wenn die immer so, ja, es kommt einfach tief aus dem Herzen, halt der Text widerspiegelt voll meinen Charakter, dass ich das alles kann singen und so. Und da gibt es ja verschiedene Beispiele aus der deutschen Musikindustrie. Ich weiß nicht, wie haben die geheißen? Monrose, glaube ich. So Popstar, ist ja ProSieben Popstar gewesen, so mit dem Mandy... Ah, ja, ja, also eine Casting-Group. Keine Ahnung, jedenfalls, da gibt es auch so ein Interview, wo sie erzählen, dass alle Songs halt wirklich so voll von innen kommen und genau das widerspiegelt, was sie denken, und sie sind so stolz. Und dann gehst du mal das Booklet anschauen und merkst, die haben nicht an einem einzigen Song nur eine müde Silbe mitgeschrieben. Nicht. Yeah. Die sind ins Studio gestanden und hat einer gesagt, los da, das ist instrumental. Und das Weirde ist ja, dass gewisse Songwriter, das habe ich eben auch lange nicht gewusst, dass wenn jetzt irgendein schwedischer Songwriter, das sind immer Schweden, yeah, frage mich nicht wieso, aber die können das offenbar. Mega. Und dann schreibt er einen Song und dann singt er den selber ein. Mhm. Er ist kein guter Sänger, mhm, aber er singt quasi ein, nicht einmal, dass Christina sich muss vorstellen, wenn jetzt welches Wort kommt im, yeah, Song, sondern dass sie quasi hört, ah, dann muss ich das und das singen. Mhm. Ja, ich finde, das nimmt ein bisschen Magie raus. Das haben sie, bei dem Rihanna-Ding ist auch noch gestanden, genau, dann kommt noch ein Vocal Coach, ja, wo, wenn sie es dann einsingt, dann wirklich auch sagt, bei der dritten Silbe macht dort ein bisschen mehr und macht dort ein bisschen mehr so und Zeugs, ja, und Sachen. Und dort merkst du dann auch, warum gewisse Sachen, bei Rihanna weiß ich es jetzt nicht, aber grundsätzlich, warum gewisse Sachen dann live nicht funktionieren. Ja. Weil es eben so zusammen... bastelt ist. Eben, es ist sehr gut, es funktioniert dann, es läuft im Radio offen und ab, du hast x Downloads und Streams und was weiß ich, aber das dann nochmal live überhaupt, ja, wiederzugeben, wird schwierig. Aber wir reden ja privat viel über Musik oder haben viel über Musik diskutiert, das hast du schon länger nicht mehr gesehen, aber ich finde eben zum Beispiel, genau aus dem Grund finde ich zum Beispiel ein Double, mhm, oder Double Fantastic generell mit dem DJ Arts, finde ich das mega geil, weil du einfach weißt, die Jungs hocken dort im Cowboys, der Dodo ist auch so ein gutes Beispiel. Ja. Bevor das finde ich mehr, also das habe ich auch noch nie erlebt, was der Dodo gemacht hat, beim Album Heartbreak, hat er ja jeden Song mit jemandem zusammen gemacht, der mit dem Studio, damals in den alten Studios, mit ihm zusammen geschafft hat. Und dann hat er Leute eingeladen, unter anderem mich, warum weiß ich bis heute nicht, danke Dodo, weil ich habe ja mit der Musik generell nichts zu tun. Und dann hat er einfach, bist bei ihm im Studio gehockt, er und Rita Roof nebenan, und dann hat er das Playback abgedruckt auf dem Mac hinten dran, mhm, und hat einfach den Song für dich performt. Und du hockst so einfach allein dort, yeah, und der Dodo singt so für dich, und du findest so eine Mischung zwischen, ich finde es hure weird, aber irgendwie hure geil. Mhm. Und dort hast du einfach bei all dem Zeug merkst, das ist so nah, das ist so echt, eben auch beim Dabu, oder? Es ist nicht irgendein konstruierter Kack, oder eben auch jetzt beim aktuellen Song, den er draussen hat, wenn es dir gut geht, oder? Mhm. Das ist ja dann auch etwas, wo im ersten Moment alle wieder denken, oh, das ist ein typischer Pandemiesong jetzt, oder nach Corona, wenn es dir wieder gut geht, ja. Und dann das erste, wo er anhockt, sagt, nein, den habe ich vor irgendwie 2 Jahren mal geschrieben und gefunden, jetzt passt er, mhm, oder? Und darum bin ich jetzt musikalisch näher bei einem Tabu wie bei einer Christina Aguilera. Ja, logisch. Also das merkst du aber auch,
das sind dann halt eben die, die nicht unbedingt bei Energy laufen, abgesehen von Schweizer Künstlern. Ja. Natürlich gibt es auch weltweit Singer-Songwriter, die sehr viel Erfolg haben. Zu Recht. Genau. Und nicht jetzt in dieser Maschinerie drin sind. Gerade jetzt habe ich mich beschäftigt mit zum Beispiel der Ben Howard, das ist ein Beispiel gesehen. Weil der hat das Plattenlabel am Anfang, Singer-Songwriter aus England, und da haben sie am Anfang haben sie so ein bisschen als neue Jack Johnson verkaufen. Und da ist dann aber trotzdem halt weiter seinen eigenen Weg gegangen und ist dann ein umso respektablerer Singer-Songwriter geworden. Und ich finde nicht der Jack Johnson schlecht, überhaupt nicht. Aber die Frage ist auch aus Sicht vom Label jetzt. Eben, also die Maschinerie. Ja. Und dann haben sie gemerkt, ah, okay, wird ein bisschen mehr Indie und was weiß ich. Ja. Aber es gibt auch dort noch genug Geld zu verdienen. Aber ich habe das Gefühl, es geht ein bisschen back to the roots. Also weißt du, konzertmäßig, oder? Ich meine, eine geile Show ist cool. Also als Beispiel, ich habe mal Pink gesehen im Hallenstadion. Oder? Mega geil. Es ist jetzt nicht so, dass ich ihre Songs irgendwie auswendig könnte, das alles mega geil finden. So. Ja, aber es ist ein Erlebnis. Ist big time inszeniert, ist so ein Cirque du Soleil, pipapo. Ich bin so die letzten 3 Jahre auch am Monat, also die letzten 4, du weißt, was ich meine, sind schon gefunden, pipapo. Das Pandemiejahr zählt nicht. Genau, das Pandemiejahr zählt nicht. Also ich bin die letzten 3 Jahre am Moonstars in Locarno, also mitgeschafft dort. Und dort hast du ja wirklich auch alles. Also weißt du, dort hast du so Scorpions, wo so die alten Classic Rocker sind, wo der Klaus Meine, was am Schluss hinter der Bühne trägt, den halben runter, weil er einfach, er kann nicht mehr. Der Dude ist klinisch tot nach so einer Show. Der trägt 2 Leute, tragen den auf der Bühne runter. Und dann hast du eben auch Nadel Tawil aus Deutschland, wo eine riesen Show anleitet. Oder jetzt zum Beispiel auch Hecht aus der Schweiz, wo Uhuren abgegangen sind und so. Mega geile Geschichten. Und auch Weltstars und so. Und das ist so ein bisschen speziell gewesen, weil eben eine Christina Aguilera, die auftreten ist, oder auch ein Jason Derulo, oder? Dann mindestens müssen sie irgendwie 15 Frauenviertel haben, die noch ein bisschen den machen. Er muss natürlich 3-mal pro Konzert T-Shirt abziehen. Wieso, dass er zwischen denen wieder eins anzieht, weiß auch niemand. Yeah. Aber einfach so ein bisschen das, und das ist nur bam, 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 bam. Und ich finde so, Jungs, macht doch einfach mal Musik. Oder? Es ist so völlig over-entertaining. Und dann finde ich es eben geil, wenn dann wirklich einmal eine Band kommt, die einfach nur einfach Musik macht. Und das auch wirklich so die Instrumentalgeschichten und so. Also ich sage jetzt nicht, welche Band das war, aber es hat so eine Band gehabt, die haben so 12 so Streicher dabei gehabt. So das Ganze, so ein Orchester, ein kleines. Und wir sind dort auf der Bühne gewesen, das alles parat gemacht, solche technische Zeug und Sachen. Und dann nehme ich irgendwie so eine Violine in die Hand und schaue die an und denke so, okay, das ist jetzt aber das Kabel, das ist noch lang, wo geht das hin? Und dann die andere Seite vom Kabel ist einfach abgeschnitten. Oder? Und dann hat sie die zum Techniker geführt und gesagt, du Kollege, ist das normal bei euch, dass da, müssen wir ein neues Kabel machen? Oder was ist der Punkt? Also, nein, das ist okay, das muss so sein. Weil sie spielen Half-Playback. Das heisst, die haben etwa 20 Leute auf der Bühne gehabt, an einem Festival, wo einfach gemacht haben und nichts. Eben Kabel nicht einmal eingesteckt. Oder alles von den Dings. Und das hat es bei so vielen Konzerten schon gegeben. Also eben, nochmal, ich möchte jetzt da keinen Namen nennen, aber ich finde es einfach schade, wenn du eine Band hast, auch eine Rockband, wo nachher irgendwie 8 HD-Spuren auf dem Mischpult hast, wo einfach dann das ganze Chörli, der halbe Refrain ist einfach alles, was gut tönt, kommt ab dem Computer. Yeah. Und alles andere verhebt das auch ein semi-gut. Und das finde ich einfach wie, hey, dann es soll doch lieber ein bisschen schlecht, ein bisschen crunchy tönen, dafür echt und geil sein. Das ist ja das, was der Dabu das letzte Mal erzählt hat, dass irgendwie, eben, wenn du dann so ein bisschen ins größere Business gehst, dann hast du ein In-Ear und dann wird der schön vom Drumcomputer wird abgezählt, nächste Song, tick, 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 3, 2, 1 und dann kommt eben das Halb-Playback und du musst dann auf dem genau richtigen Moment einsetzen und ja, es wird dann auch spannend, eben für was er gesagt hat, für eine Festival-Show, wo du genau 60 Minuten hast, wenn du eben dann nicht mit so einem Computer schaffst, wo dann alles durchgetimt ist, dass du auch deine 60 Minuten also weißt, man muss es natürlich schon noch ein bisschen differenzieren. Also weißt, wenn wir jetzt zum Beispiel das Beispiel nehmen von einem Energy Stars for Free oder von einem Energy Air, oder wo du 12 Bands hast an einem Abend, das muss durchgetimt, das muss durchgetaktet sein. Yeah. Und du hast gar nicht Zeit, um jedes Mal eine ganze Band aufzustellen und das verkabeln und Zeug und Sachen, das wäre auch alles zu teuer. Yeah. Oder? Ich meine, dort hast du 2 Pianos dort, so E-Pianos, und dann stellst du halt bei Act 1 stellst du A an und bei Act 2 B und dann drehst du einfach die Bühne rundherum.
Und wenn man dort live spielen, kann man natürlich live spielen, aber vielfach gibt es halt auch eben mit den Touren, dass die Sänger sind schon dort und dann muss irgendein anderer anstehen. So. Das ist aber auch etwas anderes. Das ist eine Show, oder? Yeah. Das ist eine konzipierte Show mit einem Ablauf, wo das und das und das alles passiert. Das hat viele Magic Moments, oder? Die sind nicht weg, wegen dem. Aber jetzt, wenn ich wirklich ein Konzert schaue, dann finde ich, habe ich lieber ein bisschen echt. Yeah. Aber ich finde auch geil, so eine inszenierte Show. Weil ich meine auch all die Ultra-Festivals und all das Zeug, das Tomorrowland und so Geschichten, dort musst du einen gewissen Teil, muss ja produziert sein, weil sonst passt das ja nicht zusammen. Yeah. Also der Lichtler kann ja nur dort hocken und denken, okay, was, kommt der Drop, kommt der Drop, kommt der Drop, kommt der Drop nicht. Und der Feuerwerktyp hockt nebenan. Ich meine, die sind nervlich am Ende. Yeah. Da bin ich immer so. Und wenn du es dann verkackst, dann ist dann da der David Guetta hässig. Ist das normal, dass der Monitor abgestellt hat? Ja, wir machen schon lange. Ah, das ist, ui, das ist normal. So, nein, nicht. Mir ist es gleich. Ich frage nur, ob wir noch on-air sind. Alles. Wir haben vorher ja schon einen aufgenommen. Darum ist der Fernseher schon sehr lange an. Energiesparen. Beim Fernsehen ist ja auch oft Playback, weil eben der Aufwand zu gross war. Weißt du, irgendwie, wenn es geheißen hat, ja, und jetzt hier kommt er. Ne? Dass dann für die 3 Minuten, wo am Fernsehen dann Song XY läuft von diesem Superstar, dass du gar keine Zeit hast und gar nicht den Aufwand kannst betreiben. Du musst aber fairerweise dazu sagen, und das finde ich auch noch zu der Ehrrettung von einem Künstler, das ist ja so, dass wenn du als Künstler live spielst, dann willst du dein Equipment, deine Band, deinen Tontechniker, dein Zeug haben. Ja, klar. Weil du weißt, so tönt es gut. Ja. Weil wenn du einmal an einem Festival spielst, wo du nicht deine Crew hast, ja, und es tönt scheiße für dich und scheiße fürs Publikum, ja, dann verstehe ich jeden, der sagt, hey, look, solange nicht mein Dude da ist oder meine Dudin, wie sagen wir denn? Meine Dudin, dann. Ja, weil auch der Sound für den Künstler ist extrem wichtig. Das weißt du auch, oder? Eben mit diesen In-Ears und all dem Zeug. Weil es gibt ja immer noch Dinge, die man Pause machen. Ich habe ein technisches Problem, da blinkt etwas komisch. Break! Alright. Nice. So, wir haben einen kleinen Unterbruch gehabt. Du bist gesehen bei Bands, die dann eben auch ihre eigenen Leute haben wollen. Genau. Auch wegen In-Ear, das muss ja auch tönen. Genau. Dort sind wir stehen geblieben. Genau. Und dort wollte ich eigentlich nur sagen, dass für die, die sich an einem Konzert mal achten, dass immer auf der Bühne steht nochmal einer mit einem Mischpult. Ja. Yeah. Und der mischt den Sound für die Band selber. Genau. Und wenn du als Band halt einfach, eben, wenn es dort schon einen schlechten Typ hat oder dort nicht etwas funktioniert, wenn du das nicht hörst, was du da produzierst, wie wirst du das gut machen für die Leute, die vorne draussen stehen? Ja. Yeah. Und darum verstehe ich durchaus Bands, die halt einfach sagen, hey, look, nein, fuck this, wir machen da ein bisschen Half-Playback und wir singen einfach und dann ist gut. Ich finde einfach, wenigstens könnte man so tun, als ob man ein Mikrofon anstellt. Also ich habe das letzte Mal wieder beim Durchzappen gesehen, irgendwie so ein Schlager ist, glaube ich, darf man nicht sagen, Schlager ist böse, Volksmusik, Sendung vom SRF. Wo dann einfach die dort stehen und keiner hat nur irgendein Mikrofon, yeah, und du merkst einfach 10 Millionen Kilometer gegen den Wind, dass das einfach, dass es weder live noch echt, dass es irgendetwas ist. Und das finde ich dann also so, ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, vielleicht nervt das der Durchschnittszuschauer gar nicht, aber ich finde es so ein bisschen geil. Gut, mir hat schon immer fasziniert, wo der Dieter Bohlen immer seine Gitarre gehabt hat bei Songs, wo nicht mal eine Gitarre drin ist. Ja, das musst du aber auch zuerst können. Das ist eben, weißt du, heutzutage würde das ja niemand mehr stören, weil die Leute sagen, okay, der hat irgendein Loop-Gerät und yeah, so unten dran. Yeah. Aber der, ding, 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 ding. Ich weiss noch, bei meinem Vater so, in der Sendung wäre mal Bloodhound Gang gekommen. Stell dir das vor, weißt du? So richtig Familienunterhaltung. Und die kotzen sich gegenseitig aufs Kämpchen. Und dann, ja, nein, das war, glaube ich, nicht der Plan gewesen, sondern dort haben sie gerade gehabt, JC Lane. Ja. Kennst du ja noch? Dear JC yeah. Lane, na, na, na. Und dort ist irgendwie auch Show Them Titties, Show Them Titties. Und dort ist dann schon eine Diskussion gewesen, dass es vielleicht nicht der Song soll sein, sondern The Bad Touch, wo auch unglaublich primitive Text hat, aber die Leute nie checkt haben, Englisch, ja, das dass geht, ja, es so primitiv ist. Genau. Oder? Und das ist dann aber gescheitert, weil sie unbedingt haben wollen live spielen. Und okay, wie sie auch gesagt haben, eben für fünfköpfige Rock, ja, Punk, was auch immer man aber hast du die mal gesehen hat, live? Nein, live nie, ich habe die Aufnahme gesehen. Eben, ich habe die mal gesehen. Und das ist wirklich so, der Dude hinten dran zieht dem anderen das Käppchen ab, kotzt auf der Bühne rein und leitet ihn wieder an. Yeah. Yeah, das, yeah, ist, das ist der Bloodhound Gang. Packt die ganze Pfeife aus, pissen irgendwo in die Ecke und ich frage mich immer so,
Geht das heute noch? Nein, 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 ich glaube, das frage ich mich nicht, weil das ist eigentlich wie klar. Ja. Yeah. Aber ich habe das damals irgendwie schon so gefunden, so... Gesundheit, danke. Warum? Also weißt du, so... das sind halt so ein bisschen die Jackass-Zeiten gewesen, oder? Yeah. Sag ich jetzt mal so. Und das ist ja schon irgendwie ein bisschen andere Zeit gewesen. Aber warum findet man das geile Band schauen, die sich gegenseitig ankotzt? Also weißt du, so... Okay. Cool. Punk? Kannst du auf den Punk abstempeln? Ja, genau. Ja, nein, aber so. Bin ich einfach zu bünzlig, um das zu verstehen. Also falls es jemand erklären will, wie ist es? Feelgood-Podcast at von Mutzenbecher.ch? Podcast, nur Podcast. Ah, nur Podcast. Wir machen es einfach. Schicke das Mail. Ja, aber es ist natürlich schon so, das unterschätzen die Leute oft. Man hat ja das Gefühl, wie es nach Hause tönt, so muss es dann auch für die Leute auf der Bühne tönen. Ja. Aber habe ich auch schon selber dürfen feststellen, mal mit dem Büssi eben Energy Stars for Free. Und wir zusammen auf der Bühne. Und da hast 13.000 Leute. Und ich höre auf meinem Ohr den Büssi nicht und er hört auf seinem Ohr mich nicht. Und wir gehen zusammen auf die Bühne und müssen zusammen schwätzen. Und dann ist es wirklich halt einfach, du hörst nichts. Du hörst ja nicht, was rausgeht. Du hörst wirklich nur, das ist das Einzige, was du hörst, und du hörst 13.000 Leute. Das heisst, er schaut auf mich und sieht einfach, wie ich schwätze. Da. Und dann irgendwann übernimmt er und sagt, ja, das ist auf jeden Fall... Und hofft, dass er in den gleichen Zielen drin ist. Ja. Und nachher läuft er von der Bühne und sagt, keine Ahnung, was du gesagt hast, keine Ahnung, was ich gesagt habe. Wir hoffen, es ist einigermaßen aufgegangen. Aber das sind ja die lustigen Momente, nachher, wenn es dann irgendwie aufgeht, dass dann nach einem Ende der Show gehst, fragen, du, hat das irgendjemand mitgeschnitten? Und alle sagen, nein, wieso? Genau. Das war, oder? Aber umgekehrt, wenn ich im Publikum hocke und dann mal irgendwie zwei auf der Bühne schwätze, dann denke ich so, was labert der jetzt? Das ist so Bullshit. Das macht gar keinen Sinn. Könnte vielleicht genau so etwas sein, oder? Aber das denkst du dann in dem Moment. Was ich mal erlebt habe, ich habe eine Zeit lang das Open Air Hoch Ibrig moderiert, was auch mega geil war. Leider gibt es das nicht mehr. Es war ein reines Schweizer Festival. Yeah. Und dort wegen Corona oder wegen dir? Wahrscheinlich eher wegen mir, weil das ist weit von Corona nachher nicht mehr gegangen. Aber das ist wirklich geil. So eine Talstation, für die, die schon mal im Hoch Ibrig waren, dort an der Talstation und wirklich cool Schweizer Bands gespielt. Auch wirklich professionelle Produktion, wirklich sehr gut gemacht und so. Es war auch schön gewesen, so der Backstage, weißt du, so die Festbank mit der Raiffeisenbank überzeugt. Kennst du die Plastik von den Dorffest? Das ist so geil im Backstage. Ja, weil das ist ja dann effektiv eine Raiffeisenbank. Absolut. Ja. Du sollst Comedian werden. Mhm. Und ich hatte dann wirklich an einem Abend ein Problem gehabt, dass ich ein Delay auf dem Kopf hatte. Das heisst, ich han, so, immer mich. Yeah. Leicht verzögert, doppelt gehört. Und das kickt dich irgendwann so hart. Dann fährst du langsam. Ja, und das könnt ihr euch mal merken, wenn ihr einen Künstler mal seht, der während dem Singen den macht, die Hörer rausnimmt. Yeah. Dann will er entweder das Publikum hören oder er hat irgendein Feedback drauf. Genau. Das ist wirklich der Moment, wo dann so und das ist dann schwierig. Ich habe mal gehabt, da ist ja auch ab und zu eine Regie auf dem Ohr, irgendwie bei Fernsehproduktionen, wo dir dann eben irgendwie sagt, nachher kommt der Bericht und Achtung, du bist jetzt dann gerade wieder drauf und so. Es kann aber auch sein, dass du den falschen Kanal auf dem Ohr hast, nämlich der, wo der Regisseur mit der Kameramänner schwätzt. Ja, das ist später. Und die Regieanweisungen gibt für den Schnitt. Mhm. Das heisst, ich habe dann auf dem Ohr gehabt, während ich einen Bericht moderiert. Okay, auf die 3, jetzt auf die 1. Ja, so, und dann fange ich an, die Anmoderation machen für den nächsten Bericht. Und dann sagt, okay, und Mats in 5, 4, 3. Und du fährst so an Schwätzen und bist so nebenbei so. Und das sehen wir im. Und dann bist du so am Überlegen, schwätze ich jetzt genug schnell für seinen Countdown? Dabei auch los die auf mich. Und ich so, im nächsten Bericht. Den gibt's jetzt. Ja, das ist schon spannend. Also ich find eben auch das Ding zwischen Fernsehen und Radio finde ich eben eigentlich geil, weil eben am Radio bist du so komplett die One-Man-Show oder die One-Woman-Show, wo du hast die Regler in der Hand. Ja. Yeah. Also auch wenn wir damit so tun, hey, Regie könnte das, es gibt sie nicht. Außer du bist bei BBC. Ja. Dort sind irgendwie 5 Leute im Studio, noch 2 hinter den Regler. Ja, aber das ist bei uns leider nicht so. Nein. Du musst alles allein machen. Aber das finde ich eben genau auch geil, weil du eben dann kannst dein eigenes Timing, wenn du jetzt eben spontan eine Idee hast oder irgendwie eine Geschichte erzählst, du musst dich nicht an etwas festmachen zeitlich. Sondern du kannst einfach sagen, jetzt nimm ich nochmal die 30 Sekunden, ohne dass irgendwie 15 Leute ins Schwimmen kommen und der Regisseur immer sagt, er macht weiter, die 3, die 3, die 3, die 3, oder so. Yeah. Und das finde ich eben wirklich
geil. Hankerum mache ich auch gerne so Produktionen, wo es ums Grosse geht. Also eben auch so, ich mache viel so ein bisschen Kamera- und Einwagentechnik und so, also eigentlich Fernsehen. Yeah. An den Energy-Events so ein bisschen auch im Background. Und das finde ich eben genauso geil, wenn du wirklich siehst, dass das Ganze muss in sich hineingreifen. Und yeah. Dass es einfach 15 Leute müssen koordiniert zusammenarbeiten. Mhm. Und es ist eigentlich krasser wie Militär. Yeah. Weil wenn einfach einer nicht mitmacht, dann geht das ganze Rösli-Spiel auseinander. Oder einfach die Kommunikation nicht stattfindet. Oder? Also wenn du kannst einen Bildausfall jetzt in einer Fernsehproduktion, wenn das Bild weg ist oder so, oder der Ton, ist weniger schlimm, wie wenn die Kommunikation weg ist. Ja. Oder? Eben das Beispiel, was du vorher gesagt hast. Das finde ich eben eigentlich noch geil, dass es eben so die Eingespieltheit und vor allem an einem Festival, wenn du jetzt eine Woche oder zwei dort bist, wie du unhuere schnell anfängst, zu merken, was der andere meint, wenn er etwas ganz kurz sagt. Weil es ist ja nicht, Joel, könntest du bitte mit der Kamera 2? Ja, ja. So, oder? Ja. Sondern es ist einfach 2, dort, bumm, machen. Mhm. So, und zack. Und irgendwann kannst du wie voraussehen, was will der andere von mir haben, ja. Bildtechnisch, was muss echt der Töndler bereit sein, weil es könnte jetzt dann gerade der Joel laufen, liegt das Mikrofon dort, oder? Und das finde ich eigentlich hure geil, dass so das ganze Vorausdenken dann sich je länger, je mehr so ein bisschen einspielt. Und das ist schon sehr geil. Das und Missverständnis übrigens. Willst du noch eine kleine, meine Lieblingsanekdote? Fernsehtechnisch, finde ich einfach grossartig. Ist ein bisschen, ich weiß nicht, darf man heute eigentlich nicht mehr erzählen, aber ich finde es ein bisschen lustig. Ja, hau raus. Ich versuche es jetzt noch nicht anzubalten. An einem Sportevent mit Skifahrer hat es immer die Tribünen im Zielraum, so im Kunisbergli, Zadelboden, Zwängen und so. Dann sind dort die Fans und die Schweizer Fans müssen natürlich eine Kuhglocke dabei haben, sonst funktioniert das Weltbild ja nicht überall auf der Welt, wenn die Schweizer Fans nicht mit der Kuhglocke dort sind. Und dann war ein Regisseur mit einem Kameramann, der sich offenbar nicht so gut verstanden hat. Und der hat immer gesagt, die zwei auf die Glocken. Der andere zoomt innen, was er kann. Der Regisseur ist irgendwie abgelenkt, schaut nicht, sagt also die zwei, drei, zwei, Achtung, zwei, top, schneid. Und der andere ist im grössten weiblichen Ausschnitt, den er gefunden hat dort drin, und zieht langsam, wirklich so im Slow Motion, zieht er den Zoom auf, oder? Auf die Glocken. Und das Geile ist, dass ja in dem Land, wo du bist, also das SRF jetzt in der Schweiz, produziert ja den World Feed. Also der übernehmen ja alle Fernsehstationen, übernehmen den World Feed. Das heisst, weltweit, jeder Mensch, der dann Skirennen geschaut hat, hat einfach mal etwa 40 Sekunden einfach die weibliche Brust sehr prominent gesehen. Und zwischen ihnen so die Jungs so mit den Kuhglocken. Die hast du auch gehört. Und es ist einfach so wirklich so, zwei auf die Glocken. Ist einfach so ein legendärer. Ich habe mal eine Geschichte, so ich habe mal eine Geschichte gehört von einem Unterhaltungsregisseur beim Schweizer Fernsehen, der immer in Sport hat wechseln wollte. Ja? Also vielleicht übertreibe ich jetzt schon mit immer. Aber auf jeden Fall ist der einmal für ein Fußballmatch ist er dann als Regisseur gebucht gewesen. Und er kommt halt aus der Unterhaltung, oder? Das heisst, er hat auch immer wieder geschaut, was so eben im Publikum gerade an Shots rum ist und so. Und dann irgendwann hat er gesagt, wow, schau mal die dort. Irgendwie, keine Ahnung. Ich sage jetzt, Brasilien hat gespielt, ja? Brasilianische Dame, sehr, sehr animiert, Fan, sehr leicht bekleidet. Und dann so, dort drauf. Und in dem Moment kommt das Goal. Ja. Da muss man schnell sein. ist dann, glaube ich, zurück in die Unterhaltung. Aber es gibt sehr viele so gute Beispiele. Das ist wirklich so Festival, da gibt es tausende von Geschichten, wo ich einfach so geil finde. Es generiert auch gewisse Sachen, die man nach wie vor mit dem Team, nach 3-4 Jahren, wir haben zum Beispiel auch immer so einen Spruch gehabt, no a light, no a party. Und der war eben auch von Moon and Stars, weil beim Auftritt von Eros Ramazzotti haben sie ein Problem gehabt mit dem Lichtpult. Yeah. Also halt eben auch die Lichtli überall, die umhängen und so. Das ist ja kein Zufall, wenn die blinken und so. Und vielfach ist das vor allem bei einer Show von einem italienisch sprechenden Musiker ist vieles durchtaktet. Also die Italiener haben warum auch immer alle Teleprompter. Also der Eros Ramazzotti liest seine Texte ab. Der Nick auch, die Laura Pausini auch. Und, habe ich gesehen, als ich bei so einer Unterhaltungsshow war, Albano auch. Ja, und der Noel Gallagher, aber der hat einfach 15 Promille und braucht auch den Mikrofonständer, um sich abstützen, sonst würde er vorne rausfallen. Das ist der Liam vorher. Ah, das ist der Liam? Ja. Ja, einer von den Gallagher halt. Ja. Das Lustige war, also das Lustige für den Eros und seine Crew nicht so, wir haben es noch amüsant gefunden, weil der... das Lichtpult
ist abgestürzt, also beziehungsweise ihr Preset, ihre ganze Programmierung war einfach weg gewesen. Und nur noch ein Teil, und er hat irgendwie gefunden, ja, er will die Show doch nicht live fahren, er will jetzt mit dem arbeiten, was er da hat, was noch rum ist. Mhm. Und das ist einfach das Problem gewesen, dass jedes Mal, wenn der Song fertig war, ist alles dunkel gewesen. Jedes Licht, das dort gesteuert war über das Pult, ist einfach der ganze Laden, die ganze Piazza Grande, dunkel. Und wir haben den italienischen Regisseur bei uns im Ü-Wagen rein, also der Fernsehtyp, der da noch ein bisschen drückt, dann sagt er, nehmen wir und so. Und der jedes Mal, wenn das Ding fertig ist und das Licht dunkel ist, ist für die Kamera eher blöd. Kein Licht. Ja. Yeah. So. Und er jedes Mal sich umdreht und so zu den Kameramännern und so sind er, sorry, a guys, no a light, no a party. Und das nach jedem Song. Und nur so Zeug. Und das sind dann so Erinnerungen, die ich mega lustig finde. Weil es ist dann so das Publikum, dem ist wahrscheinlich kein Mensch aufgefallen. Ja, yeah, ja. Yeah. Oder? Aber es ist dann so, alle haben dann nur noch über das gesagt, ja, scheiß Lichtboden, und es hat nicht dem blinken und nicht das gemacht und so, no a light, no a party. Und das sind so die Geschichten, die ich mega cool finde. Vor allem eben, wenn man es irgendwie schafft, und das ist ja Quintessenz von einem Event, wie schaffst es du es, dass niemand das mitbekommt, yeah, was hindurch schief läuft? Das ist eigentlich die grosse Challenge, oder? Logisch, das ist ja, es heisst ja auch immer von Stand-up und so, es soll ja immer so wirken, als würde es irgendwie gerade in dem Moment, mhm, es kommt mir gerade in den Sinn, erzählt werden. Ja. Und bei all diesen Sachen ist effektiv die Kunst, dass es eben so wirkt. Aber wie viel dahinter ist. Einmal haben es die Leute wahrscheinlich gemerkt, du hast mal Technik für mich gemacht. Weißt du noch, am Albisrieder-Platz, dort hat es noch Boulevard geheißen, jetzt Comedy House. Ja, genau. So, und dann hast du einfach mit dem Licht mitspielen. auf mich. Mir war langweilig. Anfangen mit. Ich habe etwas müssen machen. Ich habe das Programm wahrscheinlich etwa viermal gesehen und dann gefunden, so jetzt sagt er das, jetzt muss man doch in hell. Und irgendwann habe ich gesagt, Mann, jetzt musst du aufhören. Du hast es sogar noch gesagt. Ja, dann merkst du es, Leute. Ja. Aber das ist das Geile bekommen. Aber das hat sogar noch einen kleinen spontanen Dialog gegeben. Dann. Genau. Ich glaube, du hast mich irgendwie zusammenschissen, ich habe dann irgendetwas gesagt oder so. Ich bin dann irgendwie an dann so der Beleidigung. Du hast, glaube ich, schon gesagt, ja, sorry, das ist langweilig. Ja. Und dann hast du etwas gesagt und ich weiß, das stimmt, jetzt kommt es mir wieder in den Sinn. Und dann hast du blau blant, dann habe ich einfach alles abgezogen, einfach dunkel gemacht, den ganzen Laden gesagt, gut, dann schau selber. So richtig beleidigt. Und das ist ja das Geile an der Comedy, dort darf so Zeugs. Darf passieren. Darf passieren, muss fast passieren. Ja, ja, aber das ist ja am Radio auch, ich weiß nicht, ob ich es lustig finde, das soll deprimierend finden, weil. Wenn alles gut läuft und du lieferst wirklich eine gute Show ab, die verhebt, die Themen, yeah, sind cool, yeah, fahrtechnisch stöhnt alles hure geil, mega drive und so. Das Gefühl, jemals würde irgendjemand ein WhatsApp schreiben, so hey, hure geil gewesen, hey, cool, mhm, bla bla bla. Nein. Wenn alles verkackst. Ich mach's ab und zu. Wenn alles verkackst, du vergleichst es höchstens mit anderen Sachen. Jetzt gerade, mit... ja, aber ich hatte dir auch schon mal geschrieben, wie gut du fährst. Ja, ja, das ist lieb. Das ist sehr, sehr lieb. Das schätze ich sehr. Habe ich aber auch meinem Chef schon gesagt, er hat gesagt, interessiert niemand. Schau lieber auf den Inhalt. Aber es ist wirklich noch lustig, dass dann, wenn wirklich etwas schief geht, wenn es verkackst, entweder du oder Technik oder, yeah, was weiß ich, wenn es einfach nicht funktioniert, dann kommst du Reaktionen über. Yeah. Ah, go. Yeah. Oder? Das ist so, weil sich die Leute so gewöhnt sind, dass es alles funktioniert zu 99%, yeah, dass sie dann froh sind, wenn einmal das 1% passiert. Und das ist wirklich. Ja, ich weiß eben nicht, ob ich das so lässig finde oder nicht. ich glaube, das gehört wie oft dazu. Ja. Das ist part of the game. Ja, nein, ich meine jetzt mehr die Außenwirkung, dass es dazugehört, weil ich finde es. Nein, aber das meine ich auch, dass die Wahrnehmung so ist. Weil ja. Ich meine, Menschen haben eben die Menschlichkeit, die zeigt sich ja eigentlich immer nur in Fehlern, oder? Das ist jetzt sehr schön gesagt. Ja, aber es ist genau aus dem Grund findest du ja dann du auch eine Live-Show geiler, wo eben mal ein bisschen crunchy tönt und, ja, und mal irgendjemand, es muss nicht jeder Ton perfekt sein. Oder? Mhm. Ich meine, wir sind zusammen mal Mumford & Sons schauen. Oh, und das eine Mikrofon hat das ganze Konzert durch eine Promo gehabt. Ja. Und es hat uns beide unglaublich gestört. Die huren Nerds, denen. Ja. Und trotzdem. Hm. Ist eins der geilsten Konzerte, ja, ever gesehen. Das ist also, weißt, Batterie, das Batterie, die Huren, die iBox, das Ding rauscht. Aber ja, sorry, ich habe dich unterbrochen, aber es ist wirklich eins der geilsten Konzerte, die ich je gesehen habe. Ja, und das, dort ist es dann eben, weil es das hat. Also weißt, nicht weil, wegen Brummer ist es eine geilere Show gesehen, aber es hat uns gezeigt, boah, jetzt sind alle wirklich nur am Singen.
Ja. Jetzt machen sie schnell so eine kurze A Cappella-Harmonie-Ding und jetzt kommt wieder die Gitarre drin und jetzt kommt das wieder drin. Und aber es hat besser getönt wie auf der CD. Und das, ich habe jetzt wirklich genau. Viele Live-Shows gesehen in meinem Leben, aber das so habe ich persönlich nie erlebt. Und das ist aber eben dann genau aus dieser Menschlichkeit raus. Mhm. Und ich glaube, gerade eben bei Sachen, wo so wie gut geölte Maschinen sollen funktionieren, ja. Achtet man sich dann mehr drauf, oder? Die Menschen merken auch bei einer Live-Show, wenn etwas inszeniert schief läuft, merken sie dann auch mit der Zeit. Ja, aber dort musst du halt, wenn du inszeniert etwas einbaust, dann muss es richtig gut sein. Ja. Und das ist es zu 99% nicht. Wieso das Applausbarometer, das super geil animiert ist und so, wo du genau weißt, okay, jetzt sagt er es nochmal, jetzt nochmal und ja. Dann nochmal und die Leute schreien genau gleich wenig oder viel wie am Anfang, aber das da, der ist am Ausschlagen oder das ist so. Ja, das finde ich jetzt nicht so lässig. Es ist aber auch schwierig, weil halt einfach die Frage ist halt auch immer, ich meine, das kennen wir vom Radio, das kennen selbst vom Fernsehen, vom Podcast, egal was du machst, wenn du kreativ irgendwie schaffst, dann willst du dir einen gewissen Freiraum lassen für Kreativität, für Spontanität. Es gibt dann halt aber auch Tage und Momente, wo es halt einfach nicht funktioniert. Und dann findest du halt im Nachhinein, hätte ich gescheiter noch schnell mir überlegt. Hätte ich doch vielleicht noch etwas parat gemacht. Hätte ich nur eine halbe Sekunde mehr überlegt und hätte dann vielleicht etwas Spannendes gehabt. Und hankerum findest du im Nachhinein, shit, ja, wieso haben wir das nicht? Das wäre so geil gewesen. Ja, genau. Die Krux der Kreativität. Ja. Was habe ich mir eigentlich überlegt? Nichts. Nein, sondern was mir eingefallen ist, weißt du, eben, du erzählst jetzt eben von Energy und die gut geölte Maschine. Und, wie heutzutage das alles funktioniert, weiß ich noch, ist ja auch nicht immer so gewesen, weil wo wir uns so richtig kennengelernt haben, da hast du dann irgendwie noch für Aussenstudio, wo wir an der Basler Fasnacht hatten, bei Energy Basel, hast du irgendwie technischen Support gemacht oder sogar Leitung und hast dann irgendwie bei mir auf dem Sofa gepennt. Ja. Ja. Energy Basel war das Knausere für ein Hotelzimmer. Nein, weil es mich angeschissen hat, zum Heim gehen, glaube ich, in der ersten Nacht, als ich noch kein Hotelzimmer hatte, nachher für die Fasnacht hatte ich, glaube ich, eins gehabt. Yeah. Aber das ist, ich sage es jetzt mal so, als Zürcher doch eher eine spezielle Erfahrung gewesen. Es war mega geil gewesen, weil, also ich habe das gerne gemacht früher. Ich habe prozentual die ersten 5-6 Jahre bei Energy habe ich 60% Technik gemacht und 40% Moderation. Ja. Yeah. Und also Studio-Technik. Es ist jetzt nicht so, dass ich Ahnung hätte, wie das da reingeht und durch das Kabel, aber ich weiss, wo muss ich das Kabel anschliessen, dass es dort hingeht, wo ich will. Oder wenn auf der Bühne eins abgeschnitten ist, mal genau, dann sagen, hey glaub, es ist abgeschnitten. Genau. Ich könnte jetzt keinen neuen Stecker anmachen, aber ich kann ihm sagen, es ist abgeschnitten. Ja. So, die Logik. Und das ist sehr cool gewesen, weil was ich einfach noch weiss, ist dort, da sind wir glaube am ersten Abend, sind wir gegessen. Richtig, ja. Und dann hast du einfach immer gesagt, so, weil wir haben das dort noch nicht wirklich gekannt eigentlich. Wir haben das ja dort faktisch gesehen, kennengelernt. Und du hast gesagt, du kannst schon mit Kogo gesseln, aber nicht viel reden. So, weißt du, mit Zürich und so, ja, geil. Zürich an Basel, Fasnacht. Aber es war sehr lustig. Also ich habe ja dann, ich behaupte von mir, ich kann nicht so schlecht einen Basler imitieren. Yeah. Das Problem ist ja, immer wenn du jemanden imitierst, dann merkt die Person das, wenn du jetzt Berndeutsch gut kannst reden kannst, dann checkt ein Zürcher nicht, dass du jetzt vielleicht kein Berner bist, aber ein Berner merkt so, genau. Da bist du aber nicht original von hier. Und darum, also ich glaube, dort war einfach der Vorteil gewesen, dass die alle schon kanütenbreit gewesen sind, dass gar keiner mehr mein Pseudo-Basel-Dialekt Namach-Dings gar nicht hinterfragt hat. Nein, irgendjemand hat glaub, gefunden, du bist vom Land. Aber mehr nicht. Basel-Land. Sau gut. Ja, aber, ja, du bist gut durchgekommen. Aber es war sehr schön gewesen. Jetzt habe ich die Vater kennengelernt. Das ist immer noch eine von meiner Lieblingsgeschichten. Ich erzähle sie jetzt nicht, weil du schiessest mich jedes Mal zusammen. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, erzähle ich irgendjemandem, der nebenan hockt, die Geschichte. Ich finde, ja, ist gut jetzt. Kannst du es schon erzählen? So lange her. Ich habe die grossartig gefunden, weil... Also, vielleicht zum Einsortieren schnell. Ich komme dort auf das Basel. Wir haben irgendwie 2 Wochen vorher quasi den Sender, ich formuliere es jetzt mal Zürich-Style, annektiert. übernommen. Eine freundliche Übernahme.
Und wir haben logisch, wie es die Leute dort nicht kennen, aber sie alle sich auch. Also es ist wie wenn du so jetzt als neuer Mitarbeiter noch mit hinkommst und du sagst eigentlich denen so ein bisschen, was sie wie wenn wo zu tun haben. Mhm. Das ist halt grundsätzlich, also egal ob jetzt Basel oder Zürich oder nicht, ist ja grundsätzlich ein bisschen ein schwieriges Arbeitsklima am Anfang. Und dann komme ich dort hin, baue das Zeug auf und so und dann kommt irgendwie der Chef und sagt, ja, schau, so und so ist der Ablauf und bla bla bla. Und ich habe die Sendezeit ein bisschen kennt und habe gewusst, ja, ich bin da ein gewisser Joel von Mutzenbecher da. Der macht da das Downtown von dieser Fasnacht. Ja, ja. Und dann ist es so 2:30. Und 3 würde eigentlich die Sendung anfangen. Ja, Live-Sendung muss man jetzt nicht so viel vorbereiten. Wird ja viel zugeliefert und es ist ein bisschen Hebel auf und ein bisschen Piccolo und weiss ich was. 10:45, niemand rum. Der Chef irgendwann, ich sage jetzt keine Ahnung, wie sie geht. Karin, kannst du noch weitermachen? Das Joel ist noch nicht da. Dann irgendwann so 3:45 kommt der Herr Mutzenbecher mal mit Stück. Nein, 3:45 stimmt nicht. Ich bin auf die News bin ich gekommen. Jedenfalls mit Stück kommt er in der Konfiserie Schiesser. Ja, frisch den Fuss gebrochen. Genau, frisch den Fuss gebrochen. Mit der Ausrede, ja, es ist kein Taxi gefahren. Und ich schon dort gesagt, Alter, an der Fasnacht in Basel, wo alles zu ist, findest du, ich gehe sicher mit dem Taxi direkt von heute an. Erstmal so, okay, das ist ein schiefer Typ. So, entweder ist er doof oder arrogant oder beides. Der hat ziemlich sicher beides gesehen. So geil. Ja. Und dann bist du da hingehockt, aber auch eine hohe Routine, dang, das Zeug gemacht und dann sind wir am Abend sind wir saufen. dort in Bodega, am Bafi. Richtig. Zum Johnny. Jawohl. Ja, siehst du? Da Brain. Und das ist jetzt etwa 8 Minuten lang Intro für die Geschichte, die ich eigentlich wollte erzählen. Weil das Ganze ist passiert und nachher am Abend sind wir dort rausgehockt und dann steht eben dein Vater dort und du erzählst ihm die Geschichte. Yeah. So am ersten Arbeitstag, oder? So mindestens irgendwie 3 Stunden spät und dann noch so und noch ein bisschen «Ja, kommt schon gut, Zeug und Sachen», ein bisschen laissez-faire. Worauf jetzt als normaler Mensch denkst, jetzt gibt es mal einen sauberen ZS, oder? Jetzt gibt es mal einen Einlauf. «Bub, was habe ich dir alles beigebracht?» und «Dadada» und «Mir ist doch nicht» und «Am Anfang, das kannst du doch nicht machen» und so. Und der andere steht dort und sagt «Joel, uncool.» Und dann ist die Sache auch erledigt. Und ich schaue so nach dran und dachte so, ist jetzt das einfach Basel? Oder ist das jetzt Familie von Mutzenbecher? Oder what the fuck? Es ist so gut. Ich habe wirklich nur die Gestaltung gefunden. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde es recht geil. Gut, was mein Highlight an dem Tag ist, wo du meinem Vater die Hand schüttelst. Weißt du noch, was du gesagt hast? Ja, ich glaube mit der Großmutter wahrscheinlich. Ja, genau. Wo du gesagt hast, wenn meine Großmutter noch wird leben, wird sie jetzt gerade sterben. Es war netter gemeint. Meine Großmütter, waschechte Walliserin, sie hat immer mega Herz geschaut. Sie hat so einen Frieden gehabt, immer dabei. Sie hat immer gesagt, der Hänsel, das ist ganz ein Güte. Und darum habe ich wirklich gefunden, dann, als ich das Idol kennenlerne von meinem Grossmami, dann muss ich ihm das sagen. Ich hätte jetzt den Satz ein bisschen schöner formulieren können, ich weiß. Aber es ist wirklich so ein bisschen. Ja, die Geschichte mit meinem Vater, wo er dann aber gesagt hat, uncool. Das hat ja dann wirklich Jahre nach, hat sich das ja durch die Energy-Kreise gezogen. Das liegt nicht an mir. Dass Kollege Daniel Studer, der Studi, der auch immer noch bei Energy ist, und ich, wir haben dann mal eine Rubrik uns überlegt und haben sogar einen Pilot gemacht mit meinem Vater, wo wir ihm einfach Sachen gesagt haben und er hätte müssen entscheiden, ob cool oder uncool oder oldschool. Das finde ich aber noch geil. Ja, eben, wir haben das Lustigste ever gefunden und mein Vater war so, ich glaube, vorbeigekommen für irgendein Interview, oder? Und dann wir so, hey, und jetzt machen wir noch schnell so eine Pilot-Dings und so, oder? Und dann so, irgendwie, keine Ahnung. Die Unterhose mehr als 2-mal anhaben. Uncool. Das und das. So gut. Oldschool. So, und wir sind fast verreckt. Und dann haben wir es irgendwie der Chef in die Tasche geschickt. Und die so, was soll der Scheiß? Ja, aber es gibt so viele Sachen, wo. Also, ich meine, das merkst du ja speziell bei deinem Podcast, oder? Wo so auf persönlichen Empfindungen beruht und Erlebnisse, oder? Und das ist ja lustig, wenn du die Leute ein bisschen kennst,
Oder? Ich sage jetzt mal, zum Büssi kenne ich gut, dich kenne ich gut und so. Oder wenn ihr jetzt über irgendein Erlebnis redet, yeah, dann bin ich entweder vielleicht dort sogar dabei gewesen oder ich kenne das aus erster Hand oder was weiß ich. Oder? Yeah. Und dann bist du voll drin. Aber gewisse Geschichten sind für dich hure lustig. Du verreckst fast. Yeah. Und wenn du es dann aber irgendwie jemandem erzählst, nachdem du es erzählt hast und selber noch 300 Mal gelacht hast, findest du so, okay, wenn ich die jetzt erzähle, ist sie nur noch halb so lustig. Das ist hure doof. Ja, der Klassiker, hättest du mir jetzt dabei sein. Ja, genau. Oder? Ja, weißt du, es ist, wenn du dabei gewesen wärst, ganz anders. Yeah, yeah. Oder? Ganz anders. Aber das ist ja dann so ein bisschen die Frage, so, erzählst du die Geschichte trotzdem? Und ich glaube, es kommt dort auch ein bisschen auf den Pegel drauf an. Und wenn halt noch jemand dabei war, was ich immer das Gefühl habe, wenn noch jemand dabei ist, dann macht es nochmal etwas, wo irgendwie hilft dafür. Wenn du nochmal einen Unterstützer hast, weißt du, nochmal einen, der quasi dann mitlacht, sagt, hey, genau so war es gewesen. Ja, weil ich überlege jetzt eben gerade, ob ich die Geschichte, die du erzählt hast mit meiner Verspätung, ob ich die noch soll ergänzen mit meiner Ansicht oder ob ich sie auf so stehen soll. Gut, ich habe eh ein Spatzenhirn, vielleicht kann sie auch nicht. So habe ich es einfach nur im Kopf, aber ich bin eh total übernächtig und überfordert mit der Gesamtsituation. Dass es durchaus einfach so in meiner Erinnerung ich mir so zusammengesponnen habe. Das eben, ich bin sicher zu spät gewesen. Ja. und weil ich an Krücken gesehen bin, habe ich tatsächlich unterschätzt, wie lange ich zum Studio habe. Und ich bin ja eh einer, der immer sehr knapp Zeit einberechnet. Ja. Oder? Kann man so sagen? Ja, und dann ist das halt so passiert. Aber eben, es weicht jetzt ja nicht so von meiner Geschichtserzählung. Aber das Taxi ist, glaube ich, nicht. Das ist dann vielleicht glaub, noch ein Gag gesehen. Weil das habe ich schon mal. Vielleicht hast du es auch einfach erzählt, Radio, ich weiß es doch nicht. Bei einem anderen Radio, wo ich Praktikum gemacht habe, bin ich mal nach einer Umfrage bin ich zurückgekommen und habe einen Witz gemacht. Vielleicht nicht einen guten, aber habe gesagt: Das ist super gesehen, bin noch einen Kaffee trinken. Und nachher ist das natürlich, nach einem Monat ist quasi das Ding, das ist der faulste Praktikant, den wir jemals haben. Geil, wenn Kaffee der, wenn der auf einen Umfrage geht, geht er noch Kaffee saufen, was weiß ich. Und es war wirklich nur ein Spruch gewesen, ja. So gut. Aber ich finde das jetzt eigentlich nur ein spannender Punkt, oder? Also was für Geschichte? Ich meine, das ist eigentlich dein Metier, oder? Also du erzählst eigentlich Geschichten, die sollten lustig sein. Ja. Yeah. Und zwar auch dann, wenn man nicht dabei war. Ja, ja, ja. Weil es gibt dann so Sachen, die sich auch in einem Kreis ihnen verbreitet, sobald dass man irgendeinen Bezug hat. Oder? Also ich sage jetzt, wenn wir zwei irgendjemand anderem eine Geschichte erzählen vom yeah. Radio, yeah. dann kannst du ja mindestens davon ausgehen, wenn der Mensch auch im Radio arbeitet, der kann ein bisschen dahinter sehen. Jemand, der gar nichts damit zu tun hat, der hat vielleicht dort so, wow. Ja, ich höre immer, dass die Leute sagen, oh, deine besten Parodien sind Menschen, die man nicht kennt. Weißt du, wenn das eben könntest, öffentlich machen. Das ist jetzt auch ein schönes Kompliment, finde ich. Ja, aber das ist halt wirklich, weil das sind Menschen, wo ich irgendwie interagiere, oder? Und dann erzähle ich halt eben, ich weiß, ja. eben bei Energy, der Hansi. Ja. ja. Eine Legende. Das ist wirklich schade. Ist eine Legende. Ist eine absolute ja. Legende. Aber ist einfach interne Legende. Genau. Aber ist einfach der Typ, der kennt bei Energy. Ich habe besoffen mal an einem Weihnachtsessen nachher gemacht. Ja, und zwar vor ihm. Genau. Und, das und er hat es lustig gefunden. Das spontan gesehen. Ja, das hat funktioniert. Yes. Aber das könnte ich auf der Bühne, könnte ich das nicht erzählen. Oder? Das würde, nein. Aber das ist ja grundsätzlich bei Parodien. Oder ich meine jetzt vor allem auch, keine Ahnung, wir machen da immer so ein bisschen zu Hause. Sobald es um Geld geht, ist mir ich bin zu Hause. Gut. Und dort finde ich dann immer so, ja, eigentlich hätten wir genug Leute, die zu Hause eigentlich recht gut nachmachen können. Ja. Aber ich frage mich dann immer so, ja, die Leute, kennt man zu Hause noch? Ja. Oder? Ich meine, logisch, eben wir, die uns medial ein bisschen damit beschäftigen. Ja. Der Hausi sagt auch, ich bin gerade in eine Bar rein, hat gesagt, ich bin der Hausi, ihr kennt mich. Ich zahle Runde, aber ich trinke nichts. So. Zitat Ende. Wir haben mal gesagt, wenn ich auf Genf fahre, ich habe drei Stunden, ich muss die ganze Zeit aussteigen, Autogramm geben. Das hat er mir auch erzählt. Darum, wenn ich auf Bichensee Walterswil muss, fahre ich früh ab. Das ist halt im Jahr, muss ich auch gehen, es geht nicht. Die Jungen sind Hausi verrückt. Ja. Wenn die Party nicht läuft, macht jemand den Hausi und dann kommt es gut. Ja. Aber das ist so eine Legende und es gibt eben nicht mehr so viel davon. Eben, ich meine, die Charakterköpfe, sag ja. ich mal. Ja. Ich meine, das ist ja bei dir, die Paraderolle ist ja der Baschi, oder? Und du kannst ja eigentlich nur hoffen, dass es ihn noch länger gibt. Weil sonst ist es dann wie blöd. Gut, ich mache es schon lange nicht mehr auf der Bühne, aber er kommt immer... Ich weiß noch! Ja, aber ich irgendeine hatte, Art ich hatte jetzt und Weise, du kannst den Baschi immer bringen. Jetzt kommt aber etwas sehr Spannendes. Und zwar wirklich, es gibt so gewisse Figuren, das fällt mir jetzt gerade ein.
Und dort habe ich wirklich noch nie auf Deutsch gespielt, also Hochdeutsch. Und ich bin mal gebucht worden in Nürnberg. Achtung, jetzt muss ich überlegen. Für das Deutsche Bahnmuseum. Tönt spannend. Hey, wirklich. Und die haben irgendwie so Schweizer Woche gehabt. Die haben irgendeinen Austausch gehabt. Deutsche Bahnmuseum in Nürnberg. Ja. Wow, da war aber jemand sehr kreativ in der Marketingabteilung. Ja, und zwar haben sie wirklich ganz tolle Sachen gemacht. Einen Tag gibt es einen Schokikurs und Zeugs und Sachen und so. Und dann haben sie eben irgendwie... Klischees, dass es klopft. Wieso auch immer haben sie dann gefunden, und dort bin ich wirklich noch sehr frisch gesehen, wir nehmen einen Schweizer Komiker, ja. Und der soll... Wo günstig ist. Und der soll... die haben eben recht einen Batzen gezahlt. Und der soll... Auf Schweizerdeutsch in Nürnberg, eben quasi für die Auslandschweizer, ja, soll der dann sein Solo-Programm spielen. Wie viele Auslandschweizer wohnen in Nürnberg? Hey. Also Nürnberg. Es hat, hat sich herausgestellt, zwei. Ja. Weil sechs sind gekommen. So geil, meine damalige Freundin ist dort mitgekommen. Und wir sind, weißt du, wir haben gefunden, hey, voll geil, weißt du, mach so einen richtigen Trip, gehst auf Nürnberg, dann sind wir noch auf München und so, oder? Weißt du, wie so, das wird, ja, das wird. Hey, wir sind auf Tour. Das wird, genau, das wird der große, das wird der große Ausflug, oder? Und das wird mein Start in Deutschland und so. Und dann hat sich herausgestellt, warum sie so eine Batze gezahlt haben, weil sie haben dann, glaube ich, auch 15 oder 20 Euro für ein Ticket verlangt. Das ist für deutsche Verhältnisse eh schon hoch. Hure viel. 20 Kilometer entfernt hat am gleichen Abend Markus Krebs. Für 5 fucking Euro gespielt. Und mir würde jetzt auch für den Krebs nicht unbedingt zahlen, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann hat es immer schon geheißen, ja, es läuft nicht so gut und so, aber sie werden es unbedingt durchführen. Ja, also weißt du, die Ticketverkäufe und so, unbedingt durchführen. Und ich habe mehrmals gefragt, wirklich, Schweizerdeutsch? Ja, ja, unbedingt. Ich kann also auch Hochdeutsch. Nein, genau, 6 Tickets wechseln. Die hat trotzdem volle Gage gezahlt, weil eben, das ist Teil vom Museum. Und ja, den Schockikurs haben sie mir absagen. Oh. Weil da hat sich niemand angemeldet. Schade. Und du, du auch nicht? Nein, das war am Tag vorher gesehen, da bin ich noch nicht rumgesehen. Und es war eh ein absoluter Crappy-Event. Es war in so einem Sitzungszimmer. Gewesen. So geil. Ich musste selber Technik machen. Ich hab, dort habe ich noch ein Lied gesungen, bei dem Programm. Und dann ich am Schluss habe ich wirklich von der Bühne so ein Schränkli aufmachen, wo so ein Mini-Mischpult war und hat dort die Lautstärke vom Song noch angepasst. Also, und ich komme dort wirklich auf die Bühne vor 6 Leuten, ich glaube 8 mit meiner damaligen Freundin und der Veranstalterin sozusagen. Und wo ich auf die Bühne laufe, sage ich, wer von euch versteht Schweizerdeutsch? Und dann strecken 2 auf. Dann habe ich gefunden, ich kann jetzt denen das nicht zumuten, dass ich auf Schweizerdeutsch das durchspiele. Und dann habe ich gesagt, ja, dann wechsle ich auf Hochdeutsch. Und dann habe ich gemerkt, da habe ich eben sehr spezifisches Programm gehabt, Wienerli Promi, eben Baschi, Vujo. Das hast du erst gemerkt? Nein, darum habe ich ja immer gefragt, aber ich wollte ja auch nicht auf die Gage verzichten. Logisch. Und dann habe ich gefunden, okay, dann habe ich gesagt, ja, das Programm heisst Wienerli. Ah, genau, das ist nämlich noch gesehen. Ich habe gesagt, nennen es nicht Wienerli Promi. Ja. Das haben sie aber natürlich gemacht, oder? Und dann habe ich erste Hälfte, habe ich auf so ein bisschen mein Material gespielt, wo ich wusste, das könnte plus minus auch in Deutschland funktionieren. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ich komme eh nicht durch mit dem ganzen Programm. Und dann habe ich gesagt, wir machen Pause und nachher machen wir Frage-Antwort. Ja. Dann bin ich auf der zweiten Hälfte, bin ich nur auf der Bühne gesehen und habe Fragen beantwortet. Und dann hat irgendjemand gefragt, was ist eigentlich ein Wienerli Promi? Und ich so, ah, eben, siehst du, ja, das Programm hat jetzt hier nicht so sollte heissen, weil das... Maika macht das Würstchen. Das ist ein Wortspiel wegen Servela und bei euch sind ERC-Promis und bla und bla. Und dann fragt irgendjemand, wer ist denn ein Wienerli Promi? Und dann ist es irgendwie, das ist nochmal völlig absurd, irgendwie die eine die Stante gesehen von einem Ex-Mister. Die hat gesagt, ja, ich habe einen in der Familie. So, und so dann habe ich eben auch vorher klar, habe ich gesagt, zum Beispiel so Bachelors, ja, der Vujo. Und die haben noch nie den Vujo gesehen, noch nie den Vujo gehört. Und ja. Ich habe einfach mit 3 Sätzen habe ich den Vujo beschrieben. Ja. Und nachher habe ich meine Parodie vom Vujo gemacht. Und das hat gekillt. Ja. Wahrscheinlich mehr als alles andere, was ich in dem Oben gespielt habe. Und dort habe ich gemerkt, es gibt ganz seltene Beispiele, aber der Vujo ist so eins, es gibt so out of the world Figuren, dass selbst wenn du die parodierst, die an sich schon funktionieren, auch wenn sie die Menschen nicht kennen. Ja, weil du dir das kannst ein bisschen vorstellen. Weil du, es ist eine richtige, aber es ist eine Relation. Figur geworden. Aber die Relation ist wahrscheinlich auch noch ein Punkt, oder? Wenn du sagst, er ist ein Bachelor. Ja. Das haben sie ja in Deutschland auch. Also wissen sie, dass es jetzt vielleicht nicht gerade der ist, der das Rad erfunden hat. Ja.
Und das Script, aber Sonnenuntergang? Der Sonnenuntergang, der hat er nur organisiert, den nicht mehr gefunden. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, wir haben jetzt irgendwie etwas, was nur in der Schweiz gibt. Weißt du? Ja. Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, das ist jetzt auch nur ein Gedanke, aber ich glaube, das ist sicher noch spannend zu herausfinden, also was funktioniert und ob jetzt ein Baschi gleich funktioniert. Ich meine, der Vujo ist so ein krasser Charakter und du kannst ja hure viel mit ihm machen. Oder? Mhm. Und das meiste, was du ja parodierst, auch wenn es du erfindest, stimmt wahrscheinlich zu 99%. Ja, und gibt es sogar als O-Ton. Genau, vor allem kommt ja dann, das ist ja dann auch das Entscheidende, der Text wird bei einer Parodie nach 10, 20 Sekunden wird der Text entscheidend. Ja. Weil eben der Effekt von, wow, tönt wie da oder ich erkenne jetzt gerade etwas, was so tönt, der verfliegt auch, wenn der Text nachher nicht verhebt, oder? Ja. Sondern es ist ja dann wirklich lustig, wie die Person eben in einer anderen Situation ist. Bei mir ist es gesehen, wie der Vujo dann eine Wohnung zeigt und so Sachen. Und ich glaube, das macht dann schon nochmal einen Unterschied. Aber ich überlege immer wieder, wie zum Beispiel, also der Hansi bleibe ich, ich überlege immer wieder, wie man könnte, meine Mutter kennt jetzt auch niemand gross in der Öffentlichkeit. Und meine Mutter mache ich auf der Bühne. Aber eben, es gibt dann so wie eine, ich beschreibe sie ein bisschen und ich nehme dann einzelne Charakterzüge von ihr und tue die extrem führen, pushen. Ja. Aber bei Mami weiss man nicht, bei Mami, dass man generell halt einfach wie eine Mami reagiert. Oder dass man eben, aber es gibt immer Touchpoints, oder? Eben. Und der Hansi ist mal mein Chef gesehen, Bernhard Basel, Österreicher, der in Berlin wohnt. Ach, also größte Legende, wirklich. Sehr. Wenn ihr mal die Chance habt, um den Hansi kennenlernen, macht es. Und wirklich. So redet. Ja. Na. Ah. Na. Immer. Ah. Ah. So, du bist ja und ich sagen immer noch so, hallo am Telefon. Ja. Na. Ah. Und zum Beispiel einmal haben wir angerufen zum Geburtstag, aus dem Studio raus, haben wir für ihn gesungen. Und wo er dann gemerkt hat, dass ich es bin, sagt er, ah, Sie haben meinen Lieblingsmoderator. Mit dieser Emotion, oder? Ja. Darum sag ich immer ein bisschen, wenn er abnimmt, sage ich, ah, Sie ist mein Lieblingsmoderator. Ja, das ist ein spannendes Feld. Und eben, bei so einem überlegt man natürlich schon, könnte man da irgendwie mal auf die Bühne bringen. Aber was ich gemerkt habe... Also ich fände es super, wenn ich... Was ich gemerkt habe, dass so hat sich das entwickelt. Ich mache ja eigentlich eben keine Parodien mehr auf der Bühne, sondern ich ziehe halt einzelne Teile, die ich irgendwie aus dem Leben kenne, ziehe ich dann und mache das dann eben in eine Bühnensituation rein. Ja. Ich sage nicht, das ist der Hansi, aber vielleicht habe ich im Kopf den Hansi, wenn ich dann so schwätze wie der. Ja. Ja, wenn du eine Figur kannst kreieren. Also ich fände es super. Ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel eine Stelle im Programm. Also er ist mal so kurz reingekommen, wo ich ein Bit hatte über einen österreichischen Regisseur, wo es wirklich gibt. Ja. Würde auch passen. Ja. Und da habe ich sage jetzt mal, 60% habe ich den imitiert. Aber ich habe noch ein bisschen Hansi rein, da, weil es einfach noch ein bisschen lustiger tönt. Ein bisschen. So, weißt du, das kann ich dann machen, oder? Sehr schön. Ja, aber es gibt einen Teil im Programm. Es gibt ja einen Teil im Programm, wo du einen Chef rezitierst mit Lohnverhandlungen. Und das finde ich eben auch einen geilen Moment. So, ich weiss, wer du meinst. Ja. Yeah. Und gewisse Leute, die in dem Umfeld arbeiten, also wissen auch, wer du meinst. Dann gibt es wahrscheinlich eine gewisse Gruppe, die das Gefühl haben, sie wissen, wer du meinst. Und wahrscheinlich 90% vom Publikum kennen den Menschen ja nicht, logischerweise. Aber trotzdem ist das lustig, wie ein gewisser, der gleiche Joke eine völlig andere Wirkung hat auf verschiedene Zielgruppen, so quasi. Yeah. Oder? Auf verschiedene Arten von Leuten. Und das finde ich vor allem bei der Comedy so mega spannend. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit überlegt, wenn du da von deinen Beats und so redest, oder das ist ja, das Radiotechnische ist ja etwas, das sehr, sehr schnell verfliegt. Ja. Yeah. Also du überlegst dir, was machst, du machst es eine Show lang und dann ist gut und morgen machst du wieder etwas Neues. Und das ist ja komplett anders jetzt bei dir und das finde ich eigentlich noch ein spannender Dings. Ja. Sorry, das ist einfach ein Gedanke, den ich jetzt gerade habe. Ich finde es mega spannend, Entschuldigung. Aber ich glaube, darum haben wir uns von Anfang an also mega gut verstanden, weil wo wir uns kennengelernt haben, habe ich ja selber noch keine Comedy gemacht, auf die wir den Traum hatten. Und wir haben uns aber auch immer sehr über Comedy können verständigen und unterhalten. Also ich weiß noch, ich bin bei dir noch im Tiergarten. Tiergarten, ja? 50. Wenn ich immer bei dir gepennt habe. Den traust du mir heute noch an. Ja, eben, siehst, du und das hast, behaupte ich auch, dass das anders war. Du hast den Uncool.
Also, der Warner und ich steigen mal in ein Taxi. Und also, das habe ich eh schon mal festgestellt, wie, obwohl der Warner ja sehr gern sehr viel redet, hat man jetzt in einem Podcast noch nicht so gemerkt. Nein, das kommt nicht rüber. Ich habe mal festgestellt, dass Zürcher eine sehr spezielle Art und Weise haben, sich gegenseitig, sich miteinander zu unterhalten. Ja? Nämlich, das habe ich einmal auf der Bühne gesagt, es braucht nicht so blöde Füllwörter wie Danke oder Bitte oder nein, so. Das nein, völlig irrelevant. Das ist ja Zeitverschwendung. Ja, oder? Absolut. Weil zum Beispiel der Warner hat mal eine Pizza bestellt und jetzt weiß ich noch, wie hat die geheißen? Jojo. Ja. Friesenbergstraße in Zürich. Bestellst du immer noch bei denen? Nein, jetzt ist es ein bisschen weiter weg, wo ich jetzt wohne, okay. Aber ein guter Typ. Ich habe mal ein Telefon gesehen, wirklich, du lügst an und dann so, hallo? Ich habe es durchs Telefon gehört und du so, wie ist es gegangen? Es ist wirklich so kurz wie möglich. Ciao, das ist der Sascha. Können wir zwei Pizza haben? Prosciutto Fungi und Margherita. Und dann da. Wo? Und dann eben, oder nein, es hat sogar. Nein, das hat er nicht mal müssen fragen. Er hat aber gewusst, wo, oder? Er hat gesagt, ja, dir geht der 50. Ja. Und du, genau. Okay, kommt, ciao. Ja. So, das ist die ganze Unterhaltung gesehen. Ja. Und dann sind wir eben mal in ein Taxi eingestiegen. Es ist also sehr spät gesehen. Ja. Und dort ist, glaube ich, wirklich einfach gesehen, ich bin so gewohnt gesehen von, hallo, guten Abend, geht's gut, ja, danke vielmals, dürfen wir dort und dort hin, super. Ja, klar, so, wirklich einfach, klar. Der Warner steigt ein, dir geht der 50. Und dann okay. Dann ist es losgegangen. Und ich habe gedacht, hey, so geht es ja eigentlich auch. Leider weiss ich das nicht mehr, dass ich jetzt da könnte irgendwie eine Gegendarstellung machen. Aber es ist sicher nicht so falsch. Aber ich meine jetzt zum Beispiel eben beim Jojo. Also ich meine, ich habe ja eigentlich, ich behaupte heute noch, dass, ich weiss nicht, ob er einen Sohn oder eine Tochter gehabt hat, der Herr Jojo. Yeah. Aber wenn, dann hätte ich ihm wahrscheinlich irgendwie so ein Privat-Gimmi oder so finanziert gehabt, weil dort, wo ich dort gewohnt habe, das sind so drei Jungs in einer WG, unsere Küche hat genau beim Einzug und beim Auszug genau gleich ausgesehen. Also nicht einmal benutzt worden. Also wir haben wirklich dort, der hat nicht einmal unsere Nummer abgespeichert gehabt, sondern er hat meine Nummer gekannt. Yeah. Auswendig. Und dann bist du tief drin, wenn der Pizza Jojo tut, deine Nummer sieht auf dem Display und weißt. Ja, wahrscheinlich hat er sogar abgenommen gesagt, ciao Sascha. Ja, das weiß ich nicht mehr. Ja, ja, logisch. Ja. Aber dann musst du ja nicht mehr, dann, ich bin jedes Mal, wenn ich dann bei ihm bin, ja, aber das bin ich nett. Das finde ich geil an dir. Du bist auch immer noch genau der gleiche, wie ich dich kennengelernt habe. Also ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht. Doch, das finde ich verdammt geil. Also ich nehme an, deine Küche hast du immer noch nicht gebraucht, auch die neue nicht, oder? Nein. Völlig überbewertet. Pizza? Ab und zu Burger. Ja, und auch das, was du in den Toaster reinbringst. Ja, aber Gobet Home hat kein Croque-Monsieur mehr. Ah. Herr Gobet Home. Könnte man aber auch selber machen. Könnte. Ja. Yeah. Ist jetzt sehr eine philosophische Ansicht von der Sache. Cola, Red Bull. Immer noch. Ja. Hin und wieder ein Wasser. Wirklich? Ja, ja. Ja. Ich kann sehr sagen, hast du das angefangen? Alt. Ja. Unter gewissen Einfluss. Ja. Von allen Seiten. Und Red Bull ab und zu noch mit Wodka? Ja, aber im Fall auch schon lange nicht mehr. Wirklich? Also ich bin jetzt, weiß jetzt nicht, wann genau das Ding da gepostet wird, aber... In 10 Tagen. Also in dem Fall vor 2 Wochen bin ich das erste Mal wieder im Ausgang gewesen, nach Corona. Und ich habe es irgendwie mega geil gefunden, mal wieder draußen, mal wieder Leute, es ist wieder eigentlich mehr oder weniger genau gleich gewesen. Yeah. Nur, dass sich den ganzen Abend alle darüber unterhalten haben, dass es wieder genau gleich ist. Yeah. Und ich habe wirklich, mich jetzt in dieser ganzen Pandemie, denke, es hat zwei Arten von Menschen gegeben. So die, die komplett gar nichts vermissen und alles ein bisschen lässig finden. Mm-hmm. Und die anderen, die allem nachtrauern und sich jeden Abend Bier zusaufen. Mm-hmm. So daheim allein in ihrem Homeoffice-Wohnung. Yeah. Ich bin eine Mischung von beiden. Das erstaunt mich überhaupt nicht. Aber ich habe zum Beispiel wirklich praktisch keinen Alkohol getrunken. Yeah. Wirklich nichts. Also so ein Bier oder so, aber wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Und früher sind wir ja, das ist ja auch, wir haben ja doch das ein oder andere Mal sind wir durchaus gerne ein bisschen in die Möste. Und es hat wirklich so ein bisschen den Moment, wo ich selber gemerkt habe, so shit, nach dem vierten Jährbass im Fall. Ist es Alter oder bin ich mir einfach nicht mehr gewöhnt oder whatever, ich weiss das wirklich nicht. Aber es ist so der Moment, wo du dann heimkommst und findest so, hat sich so, es ist gelohnt. Mhm. Und das finde ich recht eine schwierige philosophische Frage jetzt gerade, weil es eben, liegt es daran, dass es so ein bisschen, man sich wieder daran muss gewöhnen? Oder ist es wirklich einfach, ich bin alt geworden?
Gerade will sagen, wirst auch älter. Und du bringst mich jetzt in eine gewisse Lebenskrise, weil du sagst, ich hätte mich jetzt, wie lange kennen wir uns jetzt? Seit wann gibt es, also gut, Energy Basel? Wobei, wir haben uns, glaube ich, 3 Jahre davor einmal an einem Abend haben wir uns ja, also schon kurz, short, ja. Wo wir sind Karaoke singen. Sind wir immer Karaoke? Ja. Yeah. Ja, mit dem Klöisel und so. Ah, mit dem Klöisel. Ja, das wüsste ich aber nicht mehr, wenn es war. Keine ja, Ahnung. Aber das ist, glaube ich, etwa 3 Jahre vorher. Ah, ich kann dir sagen, wenn du es war. Weißt du, warum? Weil du hast mich auf das Beste, was ich jetzt gibt, angesprochen. Und das war dort ganz frisch draussen. Wer nicht? 2008. Wer hat dich nicht auf das angesprochen? Also 2008 haben wir uns das erste Mal gesehen. This hit me baby one more time. So sagen. Gut, danach ist noch eine Upside in der Gang gekommen. Ja. Und ich glaube, 3 Jahre später ist dann Energy losgegangen. So, ja. Das heisst, ab dann haben wir wirklich... Ja, aber eben so ein bisschen in dieser Hinsicht. Und das, ja, es ist ja spannend. Also weißt du, was alles passiert. Und ich finde, wie so... Nein, natürlich hast du dich auch verändert. Du hast kein Auto mehr. Das wäre für mich damals undenkbar gewesen. Ja. Ja, aber ich kann mich müssen entscheiden zwischen Auto und Boot. Genau. Ja, ich könnte jetzt selber aus dem Kontext nehmen, was es geworden ist. Das heißt, aber auch dort, jetzt bist du vielleicht nicht mehr so der Clubwanner, weil früher ist ja wirklich so, das habe ich so geil gefunden, wenn ich mal auf Zürich gekommen bin, jetzt gesagt, ja, wo willst du her? Kann es auf die Liste da, dort, das ist so, alle Clubs von Zürich, ist einfach vorbereitet der Wanner auf der Liste, dann hast du können, mal schnell da, bist mal schnell da im Backstage ein trinken, du bist mal dort hin, so. Und jetzt bist du mehr der Bödli-Wanner. Ja. Eben auch das. Ist jetzt das schon die Midlife-Crisis? Oder ist es? Früh angefangen, dem ich weiß, ja, ich bin bei allem ein bisschen früher dran gewesen, wahrscheinlich. Aber du bist langsam richtig hart drin im Wakeboarden. Du kannst es richtig gut. Ja, definier gut. Ja, eben, dass es einen geilen Instagram-Clip gibt. Ja, aber weißt du, ich glaube, das ist ja grundsätzlich so ein bisschen das im Leben. Ich muss, da wären wir wieder schliesslich der Kreis zum Anfang, oder? Hard work beats talent, oder? Ja. Also in dem Moment sucht er eine Sportart, wo die wenigsten können machen, weil sie Zugriff haben auf ein Boot. Und wenn sie es dann etwas mieten, kostet es Geld oder es ist kompliziert. Und ja. man hat nicht so viele Kollegen, die sagen, geil, ich will auch surfen probieren und bla bla bla. Also, in so einer Sportart, wo sehr wenige Menschen betreiben, bist du noch schnell mal gut. Also, das ist jetzt wahrscheinlich, ist das so ein bisschen, ich darum spiele ich nicht Fußball, weil dort musst du viel besser sein, um irgendwie ein bisschen rauszustechen. Und so ist es, ja. Aber das ist jetzt ein guter Lebenstipp. Also, wenn ihr nichts könnt, dann sucht euch etwas, das wenig macht, dann sind ihr schnell mal gut. Ja, aber Radio machen viele, das kannst du auch gut. Ja, also, nicht so viel. Also, es ist sehr überschaubar. Also, es gibt mehr Menschen, die an einer Kasse arbeiten. Ja, und nur weil man es lang macht, heisst das auch nicht, dass man es gut macht. Das ist nur, da gibt es ganz viele Beispiele. Wie lange machst du es noch? Ja, solange es mich lohnt. Ja. Nein, ich habe ja wirklich das Privileg, dass ich sehr, sehr viel Freiheit habe. Also auch von meinen Chefen oder von meinem direkten Chef sowieso. Ich kann mir viel erlauben aufgrund von meiner Erfahrung. Mhm. Oder halt einfach, ja, ich meine, wenn du heute in einer Firma arbeitest, nach 14 Jahren, dann bist du ja eigentlich schon das alte Eisen. Ja. Oder? Dann bist du kurz vor der Passion eigentlich schon. Kriegst du schon Blumenstrauß irgendwann? Ja, also ich habe sogar auf der 10. Muss ich sagen, ich kann also, darf mir Energy einmal durchaus als Arbeitgeber loben. Ich habe auf mein 10-Jährigen habe ich eine Woche Ferien bekommen. Oder 2 Wochen sogar. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber doch, also schenkt dann schon noch ein. 6 Wochen Ferien. Das ist das, was die Schweizer Volk mal abgelehnt haben in einer Volksabstimmung. Ja. Gell? Aber ja. Ich glaube. Ich hoffe, ich finde den Absprung dann, bevor es peinlich wird. Weil ich glaube, das ist so im erweiterten Showbusiness bei sehr vielen Menschen das Problem. Yeah. Dass sie dann finden, so wie die 400. Abschiedstour von Rolling Stones. Yeah. Oder? Wo sie dann wirklich so überlegen, morgen in Barcelona, steht er noch oder tragen wir das Argo? Und das finde ich dann wie so ein bisschen irgendwann mal schwierig. Oder? Es gibt so die Legenden, die ewig weitermachen können. Ich will ein Haus in mein Leben lang in jeder Talkshow sehen. Yeah. Wirklich, bitte. Aber es gibt dann auch gewisse Leute, da zähle ich mich selber jetzt dazu, die irgendwann mal finden, so, schau, eigentlich bist du vielleicht auch ein bisschen zu alt für das Produkt, das du da machst. Mhm. Oder wenn du dann irgendwie mit irgendwie, keine Ahnung, 40
dann noch lässige TikTok-Videos machst, ja, ist dann irgendwann mal so der Punkt, dann ja, vielleicht nicht. Außer es ist deine Rolle. Also außer du bist irgendwie der alte Sack, der das irgendwie mega gut macht. Weißt so, das ist eine Figur. Dann ist es okay. Yeah. Aber wenn du halt einfach... Hause TikToks, würdest du auch schauen? Hause TikToks? Ja, dann würde ich mir sogar TikTok abladen für das. Aber dann hätte ich Rolf, wie heisst dein Kompan, wo immer dabei ist? Der Rolf oder der Refe oder wie sagt er? Ich weiss es nicht. Rolf, mach TikTok da, komm nicht raus. Technik, die junge Zeug da. Ja, ich find Radio einfach nach wie vor das geilste Medium. Also weißt du, das klingt jetzt so paradox, aber es ist älteste elektronische Medium, was es gibt, und das hat alles überlebt. Ja. Es hat CD überlebt, es hat VHS-Kassetten überlebt, DVD, gut, Blu-ray hat sich selber nicht überlebt, Streaming, all das Zeug, oder? Ich meine, heute auch im Jahr 2021 gibt es noch Radio. Ja. Und man hört das noch und findet das noch cool. Es tönt anders, es ist mehr automatisiert und so weiter, es ist professioneller, das ist ja richtig so. Aber ich finde das wirklich noch geil, dass es das noch gibt, einfach jemandem zuzuhören. Oder jetzt mal da sage ich, ich bin völlig verwirrt, weil da Kameras stehen. Das bin ich mir hure nicht gewöhnt. Yeah. Und ich finde es auch gut, dass ich mir das nicht gewöhnt bin. Weil so muss ich mir nicht überlegen, oh shit, hocke mal wieder gerade an, das T-Shirt ich gerade ziehe und so. Was machst du mit den Händen? Yeah. So. Das ist ja so eine Radiokrankheit, oder? Das siehst Menschen, die frisch vom Radio ins Fernsehen kommen, die sind die ganze Zeit am Gestikulieren. Yeah, yeah, yeah. Weil sie sich das halt gewöhnt sind aus dem Studio, weil halt der erste Modi-Coach sagt, weißt du, express yourself, du musst es rauslassen. Weißt du, das merken die Leute. Wenn du das so machst und dann erzählst du das so und du hast ein Lächeln, dann kommt das an. Ja. Yeah. Und dann bist du halt im Fernsehen, machst du. Das ist nicht so cool. Dann wird es ein bisschen schwieriger. Dann wird es schwierig, ja. Aber du, solange es mich lohnt und solange das die Leute nicht reihenweise Mails schreiben und finden, was ist das für ein Vollidiot, oder einfach gesagt, solange es mir noch Lohn zahlen dafür, ist alles okay. Finde ich gut. Weil ja, wir haben nach wie vor genug zu tun und es ist auch spannend, um Leute zu haben, die noch wollen Radio machen. Oder yeah. Vor allem bei einer Brand wie Energy, wo halt die ganzen Social-Sachen so stark geworden sind. Und zwar zu Recht. Ich finde das ja super. Aber ich habe so also die Entwicklung noch erlebt und ich finde das recht lustig. So, als ich angefangen habe bei Energy, war so die Zeit, gewesen, wo halt einfach jeder, der irgendwie am Mic war, der ist so eine kleine Lokalprominenz gewesen. Oder so wie halt die von Tele Zürich und Tele Basel wahrscheinlich so. Die haben mal gekannt. Ja, ja, ja. Und nicht, dass die jetzt irgendwie Promi gewesen sind und alle dort Autogramm und so, aber die hat man gekannt. Und das hat sich komplett verschoben. Jetzt sind es TikTok-Stars und Radiomoderatoren. Ja, aber auch die Radio, die Leute, die nur Radio machen, das interessiert kein Mensch mehr. Ja. Also weißt du, wenn du jetzt draußen bist oder so, ich meine, gut, vielleicht sind es einfach die älteren Generationen, die nicht mehr können fragen. Aber so alle Jungs, die früher gekommen sind, fragen so, yeah, der Kilchsberger und da die Sabdate und diese dort und so. Die kommen alle und finden, ja, weißt du, jetzt von dem TikTok-Video oder die von Energy Online, hure geil, oder? So, ja, es sind im Fall Radiomenschen da und so. Hallo. Interessiert kein Mensch mehr. Aber du findest das ja noch easy. Ich finde das super. Ja schön. Du bist quasi parkiert in deinem Studio. Hey, du machst die Idee. Yeah. Ja, und ich kann das auch, und das ist halt mein technischer Vorteil. Ich kann halt einfach als Einziger das System wirklich bedienen. Das heisst, ich kann eine Sendung so tönen lassen, als ob alles live und geil und cool und drive und eigentlich bin ich eine Stunde hinten draussen am Rauchen. Das kann ich theoretisch machen. Nicht, dass ich das würde, aber es rein technisch würde es gehen. So, Abschluss, du hörst den Podcast, du weißt, welche Folge kommt. Wann fühlst du dich gut? Ja, was machst du? Was machst du, um dich gut fühlen? Ja. Genau so war es. wenn mein Plan aufgeht, egal in welcher Hinsicht. Nicht, dass es muss erfolgreich sein, sondern dass der Plan aufgeht. Also jetzt, egal ob bei Energy, wenn es funktioniert, was ich mir ausdenke, ob jetzt mit der Sendung, ob jetzt technisch an einem Event oder auch jetzt da mit dem Boot und Wakesurfen und dieser Schule und Zeug und Sachen. Wenn jetzt etwas aufgeht, wenn das einfach funktioniert, wenn man sich das überlegt, dann fühle ich mich sehr gut. Ja. Dann finde ich das mega cool. Ist jetzt doof gegangen? Also da bei dem Podcast? Yeah. Ich weiß nicht, ich denke, du sprichst mich jetzt irgendwie noch an auf das ganze Zeug so mit Wissenschaft und Verschwörungstheorien und so. Aber das hast du jetzt ausgeladen. Jetzt mache ich gerade in dem Moment, wo ich sage, jetzt habe ich es auch. Ja, egal. Nein, alles super, es war hervorragend gewesen. Danke für mich. Also das weiß ich natürlich, du schaust extrem viel so. Wie heißt dein Liebling? Der Lech? Ah, der Harald Lesch. Lesch heisst er. Ja. Den schaust du immer. Ja, aber weil der wissenschaftlich komplexe Zusammenhänge erklärt für dumme Leute. Ja.
Und darum fühle ich mich angesprochen. Da kann ich auch ein YouTube-Video schauen, eine zweistündige Vorlesung von der Gravitation von der Technischen Universität München. Ja. Yeah. Ich sage nicht, dass ich es verstehe. Mhm. Ich sage nur, ich höre es. Ja. Yeah. Aber das finde ich geil. Sich mit Themen zu beschäftigen, wo man eigentlich keinen Plan hat, finde ich immer mega geil. Yeah. Darum höre ich zum Beispiel auch deinen Podcast, weil ich dort sehr viel mitbekomme von Kunst. Mhm. Und ich bin jetzt nicht, wie soll ich sagen, ich bin kein Künstler. Ich will mich auch nie als Künstler bezeichnen. Ich yeah. mache auch, das, was ich am Radio mache, ist keine Kunst. Das ist Unterhaltung. Mhm. Also mir würde es nie in den Sinn kommen, zu sagen, ich sei ein Künstler. Ja. Yeah. Oder ich habe ein Programm. Sondern nein, ich mache Radio, ich mache Unterhaltung. Und ich hoffe, es ist ein cooles Gemisch zwischen Musik, vielleicht ein bisschen Humor, noch ein Schmunzeln drin. Es muss aber nicht lustig sein. Ich yeah. bin nicht lustig, weil yeah. sonst würde ich Comedian werden. Und ich gestehe mir selber sehr schnell ein, dass ich nicht lustig bin. Also muss ich kein Programm schreiben. Könnte ich auch nicht, by the way. Aber ja, ich finde das eben auch spannend, dass man eben auch dort mal wirklich so ein bisschen die Kunstform und sich das mal überlegt, so, okay, was definiert denn Kunst? Was ist so der Punkt? Mhm. Das finde ich cool. Also, wenn ihr jetzt noch den Podcast hört, hört ihn weiter, also den nächsten dann. Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Danke vielmals. Danke vielmals. Ich glaube, der Podcast hat auch unsere Freundschaft zusammengefasst. Einer der wenigen Menschen, die mehr reden als ich. Ah, hätte ich dich mehr so reden lassen? Ist das unhöflich? Ist das wieder der Tiergarten 50-Moment? Überhaupt nicht. Es ist nur ein Spruch gewesen. Ich bin noch so froh, wenn ich einfach... Ja, ich sage immer den Leuten, ihr seid selber die Schuld. Ihr stellt mir eine Frage ja. oder ihr tönt mir das Gefühl geben, dass ihr von mir etwas wollt. Und dann sind ihr selber die Schuld, weil ihr wisst, was kommt. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn Menschen mal sagen, hey Alter, hebt doch einfach mal die Fresse. Wirklich, da habe ich nur lieber so, yeah. anstatt dass jemand eine Stunde wie so wie hockt und findet so, Alter, jetzt ist der mal gut. Gut, aber dann ist jetzt der Moment. Dezent gelöst. Nein, schön. Alles Liebe. Dankeschön. Viel Erfolg weiterhin. Dir auch. Ich switche immer ein bisschen hart zwischen den Sendern und ich höre, wenn nach der Dreh ist, höre ich sehr gerne. Oh, du Schleimer. Der Zürcher Energy cool. Kanal. Und ja, viel Spaß auf dem Boot. Viel Erfolg dort. Dankeschön. Ja, du, wenn der Sommer jetzt nicht so wird, wie er war, dann ja. wird alles gut. Und sonst komme ich dann vielleicht mal fragen, ob du einen Job oder so hast. Vielleicht als Lichttechniker ist nur so eine Idee. Das kommt immer sehr gut. Danke fürs Dosi. Cheers. Cheers. Bam. Danke fürs Hören, fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Peace. Bitch.